Einen schönen Nachmittag wünsche ich euch und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Schön, dass schon ein paar Leute da sind und wir machen heute weiter mit Animal Crossing und auch mit Monster in the World für den PC später. Also Iceborne natürlich, ist sehr klar. Und dann werden wir mal sehen, wie wir hier und da weiterkommen werden. Das ist, glaube ich, so mal das Wichtige. Ich denke, wir starten auch gleich rein in Animal Crossing, damit wir irgendwas hinbekommen und nicht ewig überziehen, wie sonst immer. Wobei das bei Animal Crossing ja irgendwie nahezu unmöglich ist. Wie gesagt, werden wir mal schauen, was wir heute so alles erreichen können. So, machen wir hier mal Pause. Dann wechseln wir rüber. Musik kann ich hier noch einschalten. Starten wir mal rein. So. Perfekt. So, und Hallöchen Garuga, Hallöchen Kenneth Moon und Hallöchen Daserte. Willkommen zu Stream. Schön, dass ihr dabei seid. Und natürlich auch die Leute, die gerade bloß zuschauen und nicht im Chat sind. Auch an euch. Willkommen. Gucken wir mal. Ich war heute Morgen schon Rüben kaufen. Deswegen gibt es auch keine Ankündigung. Ich habe mir tatsächlich mal 2000 Rüben gekauft. Ist vielleicht ein bisschen viel. Ich habe sie für 105 Sternis gekauft, was jetzt kein so guter Preis war. Aber da ich nächste Woche zu Hause bin, will ich die Preise wirklich ziemlich genau checken. Also morgens und abends. Und hoffe dann natürlich einen guten Preis zu bekommen. Irgendwann in diesen Tagen. Um damit ein kleines bisschen Gewinn zu machen. Ich denke, da kriegt man schon was hin. Und je mehr Rüben man hat, desto besser ist es ja. Oder desto weniger Gewinn. Desto weniger ist man darauf angewiesen, einen extrem hohen Preis zu haben und trotzdem ein bisschen was zu bekommen. Gucken wir mal, was wir rausbekommen. Die Fische trollen einen doch. Immer wenn ich die Angel reinwerfe, gucken die weg. Ja, geht mir ganz genauso. Geht mir ganz, ganz genauso. So, was haben wir eigentlich freigeschalten? Hallo? Ach da. Achso, Aufräumprofi. Ja, okay. Weil ich Sachen in mein Lager gepackt habe, deswegen. Alles könnender Lebenskünstler. Holla. Aber geht mir ganz genauso, keine Wunde. das sind hier die schlimmsten Fische einfach. So, großes Problem ist, ich denke, ich muss ein paar Rüben weggeben. Weil mit 20 Rüben im Inventar werden wir nicht glücklich werden. Auch wenn ich es unschön finde, die Rüben einfach im Haus liegen zu lassen, ist es, glaube ich, unsere einzige Möglichkeit gerade eben. Weil das wird so nicht funktionieren. Mit den ganzen Werkzeugen, die man ja auch so braucht, ist dann ja eigentlich alles schon komplett voll. Und das bringt dann halt nichts. Deswegen, wohl oder übel, müssen wir hier ein Rübenbad draus machen. Nur eben nicht essen. Das wäre sehr blöd. So, werfen wir die hier mal überall hin. Man kann ja noch drüber laufen, oder? Ja, okay. War ich mir jetzt gerade nicht sicher. Irgendwas sich morgen freuen. Da morgen das Museum fertig ist, bekommt er wer weiß wie viele Sachen. Oh je. Ich hoffe nicht zu viele Insekten. So. Legen wir das alles hier ab. Meine Güte. Das ist immer schwierig. Wie gesagt, ich mag es ja nicht unbedingt, das hier zu machen, aber auf der anderen Seite will man ja auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen mit den Rüben, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so exzessiv ist, was ich gekauft habe. Gut, 2000 Rüben. Ja, gut, aber trotzdem. Naja. Okay. Komm, machen wir es noch voll. Dann können wir mal die Rüben komplett hier lassen. Das ist doch auch gar keine schlechte Idee. Perfekt, so. Ist bestimmt das halbe Lager bloß vor Eugen. Ah, das ist nice. Ja, aber so am Anfang ist ja immer heftig, ne? Was man dann alles so für Eugen anspart, gerade wenn das Museum dann zu hat. So, den Atlasspinner können wir mitnehmen, den können wir verkaufen. Muss hier bloß ein bisschen was ablegen. Die Gesichtswanze, Einsiedlerkrebs, Seepferdchen und Seebarsch. Genau, die Bienen, die Orchideenmantis und der Keulkarpfen.
Die behalten wir mal alle. Und dann, gute Frage. Gehen wir raus, checken den Briefkasten. Und dann ist ja heute der Nook, also Nooksladen, ist ja heute fertig. Und den müssen wir uns dann natürlich gleich mal angucken. Und gleichzeitig hat natürlich Eugen sein Museum geschlossen und baut gerade eben um für die Kunstausstellung. Die werden wir uns dann das nächste Mal angucken. Ich weiß gar nicht, wann habe ich das nächste Mal geplant für ein Animal Crossing? Ich glaube, das ist dann wirklich erst wieder Freitag. Ich glaube schon. Oh, die Akademie. Okay. Ja, Berang. Dank Bett, Stuhl, Tisch und Schrank ist dein Heim wohnlicher als je zuvor. Bleibt nur noch zu hoffen, dass dir das Geschenk gefällt und du dein Haus weiter verschönerst. Ich meine, 30.000 Punkte, aber Rang B halt eben. Ärgerlich. Aber wir haben ja auch gerade eben nicht unbedingt viel. Und vor allem eben kein schönes Bett. So viel ist schon mal klar. Ein Bügelbrett. Danke. Denke ich mal. Ja, wow. Ich glaube, das verkaufe ich direkt. So, unsere Büsche fangen auch langsam an zu wachsen. Wenn ich weiter so mache, bezahle ich heute noch den dritten Kredit. Was zur Hölle? Wie lange hast du gespielt, Kenneth? Das ist schon sehr heftig. Hast du das Spiel nicht erst seit Donnerstag? Sehr, sehr krass. Sehr schön. Nice. Wunderbar. Das ist schon mächtig. Ach nein, das wollte ich da behalten. Das sah ja da gar nicht schlecht aus. Dankeschön, ich wollte nur den Stock mitnehmen. Perfekt. So, heute Morgen hat es auch geregnet, deswegen sind die ganzen Blümchen auch schon gegossen. Was sehr angenehm ist. Noch Stöckchen. Nehmen wir alle mit. Kokosnüsse können wir auch noch mitnehmen. Ah, es sind gleich zwei von den Muscheln. Ugh, immer so ärgerlich. Also nicht von den Muscheln, sondern von den anderen Muscheln. Eigentlich will man die ja dann gleich wieder mitnehmen, nicht wahr? Wo sind die jetzt? Hallo? Wo seid ihr denn, die Muscheln? Die sind einfach weg. Unfassbar. Ich habe eine Maulwurfsgrillenplage, die bringen wohl gut Sternis. Oh, okay. Weiß ich gar nicht. Ich habe nach der ersten, habe ich tatsächlich nie mehr nach den Dingern gesucht, muss ich sagen. Oh, wow, das war krass. Hätte ich nicht gedacht, dass der Fisch da tatsächlich drauf reagiert. Na, das ist ein Seebarsch. Sieht groß aus. Seebarsch. Ich muss doch dran denken, ich hätte ihn doch nicht geangelt, wenn es kein Seebarsch gewesen wäre. Okay, sehr schön. Können wir vielleicht nachher noch ein bisschen fischen. Gucken wir mal, was wir sonst noch so finden, was wir machen sollen. Heute was angeln? Gucken wir mal. Können wir schon machen. Wo ist diese Muschel? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Also bloß am Rand vom Bildschirm dann. Ist die das? Nee. Warum ist meine Fußabdrücke? Da! Hab ich dich. Na also. Wie gesagt, angeln können wir heute ein bisschen. Gucken mal, ob wir da irgendwas hinbekommen. So, gehen wir mal zu Mira. Ich glaube, ich habe heute noch nicht mit den Leuten geredet. So. Mein größter war ein Thunfisch. War schon im Laden? Nein, natürlich nicht. Da will ich gleich reingehen. Alles locker, Dragon. Brauchst du meine blumige Genialität für irgendwas oder willst du nur reden? Was treibst du da? Eine Muschel. Was? Ein Muschelwandbild? Ja. Jetzt wissen wir es. Bist ja sonst auch immer ganz schön flott unterwegs. Zur Butterblume. Die Anleitung für einen Muschelwandschirm habe ich dir schon aufgeschrieben. Steck dich trotzdem ein. Kannst du ja weiter verschenken und anders als loswerden. Ja, hopp. Na, toll. Die ersten 6 Minuten war der Stream leider weg. Was heißt, war weg? Okay.
hoffe, es passt jetzt alles. Boah, weg hört sich nicht gut an. Ach, aber deswegen meinst du, ob ich schon im Laden war. Okay, sieht aber aus, als wär's. Also scheinbar wenn dann bloß Twitch-seitig, aber auch von meinem Stream fehlt dann scheinbar nichts. Also nicht so wie gestern, dass dann halt irgendwas abgehakt... Na Quatsch, gestern. Vorgestern. Dass es abgehakt wäre. Okay. Bei dir, okay. Mein Tonschuh ist mir fast der Controller aus der Hand gefallen. So hat er vibriert. Ja, das hatte ich halt noch nie. Das ist so ein Fisch hatte ich halt leider noch nie. Schade. Jeder braucht einen selbstgemachten Muschelwandschirm im Leben. Meinst du nicht auch? Vielleicht. Huch. Und Dragon Hunt, vielen, vielen Dank für den Raid. Sehr freundlich von dir. Dankeschön. Willkommen, willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und Hallöchen, Marcel. Und Bomber, auch an dich. Vielen, vielen Dank für den Raid. Sehr, sehr freundlich von dir. Dankeschön. Und auch an euch. Willkommen zum Stream. Hallöchen, ihr alle. Einfach ein krasser Doppel-Raid. Willkommen an alle Leute, die von Dragon Hunt und von Bomber gekommen sind. Und ja. Wir machen gerade ein bisschen Animal Crossing. Die beiden haben zusammen gestreamt. Ich verstehe. Ich verstehe. So. Oh, das ist nochmal eine Koralle. Nein, nicht mein Springbrunnen. Was zur Hölle? So. Willkommen. Jetzt verstehe ich das, warum das so gut koordiniert gelaufen ist. Ich habe mich beinahe schon gewundert. Okay, es war bloß ein Kolibri-Falter. So. Machen ein Outlast-Wettrennen. Das klingt auch sehr interessant. Blind, schätze ich mal? Ich weiß es nicht. Ich amüsiere mich sehr. Das glaube ich. Wenn du gleich zwei Leute hast, die sich ständig erschrecken, das ist sicherlich sehr gut. Ah, ja, und der ist weg. Schade. Theo ist weg. Und guten Abend, Santal. Haben mittlerweile Tag 12 erreicht. Ich hole auf. Ja, sehr schön. Nice. Bist du ja bald schon aktuell. Aber willkommen, Santal. Schön, dass du dabei bist. Ja, blind. Oha. Blind Race von so einem Spiel stelle ich mir sehr, sehr witzig vor. Was haben wir denn schon wieder alles? Wir müssen... Ach, dieser Wandschirm. Warum habe ich den überhaupt schon? Wann habe ich den bekommen? Keine Ahnung. Ah, so viele Muscheln. Ärgerlich. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal kurz... Ist auch sehr witzig. Müssen wir auf jeden Fall in den Laden gehen. Das ist ja eh das, was wir tun wollen. Deswegen... Ist es ja auch nicht verkehrt. Da haben wir nochmal ein kleines Vögelchen. So, neue Öffnung nach Umbau. Nux Laden ist wieder geöffnet. Nach unserem Umbau erwartet unser Kunden ein erweitertes Sortiment. Kommt vorbei und seht es euch an. Wunderbar. Wenn ich pro Tag immer so 3 bis 4 Streams, die circa 2 Stunden gehen schaffen, ja, dann schaffe ich das. Ja, wie gesagt, die Streams werden jetzt ja eh kürzer oder weniger werden von Animal Crossing, deswegen solltest du da eigentlich aufholen können. Zudem ist es so unser erstes Horror-Game, was es noch besser macht. Oh, okay, ach krass. Beide davon noch kein Horror-Game gespielt. Das ist ja auch sehr heftig. Sehr, sehr cool. So, gehen wir mal rein in, und das sieht echt schön aus, in den Nux 9 Laden. Ist hübsch geworden. Definitiv. Gucken wir mal, wie es innen aussieht. Ah, es wird jetzt interessant. So. Oha. Okay. Sieht hier doch schon professionell aus. Willkommen in unserem brandneuen, voll renovierten, generalüberholten, extra ausgebauten Einkaufstempel. Nur wenigstens gleich am ersten Tag nach der Eröffnung. Ach, womit haben wir das verdient? Bitte bleib uns wieder treu. Der Nux-Laden freut sich auf dich. Ganz toll. Ja, ich bin doch immer gerne dabei. Ihr beiden Kleinen. Was hat es mit dieser Kasse auf sich? Keine Ahnung. Was steht da hinten? Eine Gitarre? Ein... Oh, so ein
Spiel, so ein Windspiel und eine Vollküche. Aber warum ist die Mikrowelle da oben? Das ist doch voll uncool, oder? Ist das eine Mikrowelle? Ah, eher ein Ofen. Na, nee, das ist die Dunstabzugshaube. Dann hat das Ding keinen Ofen. So, Entschuldigung. Ach. Also, mein erstes Horrorgame war Silent Hill. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Horrorgame zu starten. Spüle ist ja geil. Ja, wenn man meint. Darf ich jemand rüberkommen und das kaufen? Oh, jetzt geht das wieder los. Eigentlich will ich ein Nein sagen, weil das ist... Da geht immer gleich eine Dreiviertelstunde drauf, wenn wir sowas anfangen. Weil dann kommt noch mal jemand und dann machen wir das noch und dann machen wir das noch. Generell würde ich Nein sagen. Tut mir leid. Baumstandwand und Holztischchen, holla. Ja, tut mir leid. Ja, es ist halt... Na, das wird bei dir sicherlich auch bald stehen. Das rechts ist immer sehr teuer. Okay, okay. Interessant. So. Das ist, ich lasse euch immer gerne auf die Insel, aber dann ist halt theoretisch der Stream gleich wieder vorbei, theoretisch, wenn wir das machen. 5 Korallen, das sollte gut Geld bringen. Wie teuer ist die Spüle? Keine Ahnung, wir können nachgucken. Dragon kann es ja kaufen. Wenn mal wieder Besuch aus Stream ist, kann es ja geben. Ich denke 130.000 Sternis. Ja, das kann ich, denke ich mal, nicht einfach so kurz kaufen, ne? Das ist eben das große Problem dran. Ich hoffe, da war nicht unbedingt was dabei. Wegen Silent Hill habe ich zu Sirenen eine besondere Beziehung. Das glaube ich sofort. 15.000. Nice. Das nehme ich sofort. So, okay, wir haben gleich mal Nook mal ein Plus bekommen. Verkaufe Obst, okay. Na, guck mal, ich bin ja schon auf dem Weg. Einen Moment. Bastelt Zäune zur Gartenverschönerung. Gut, 2 Zäune basteln von mir aus, das kriegen wir hin. Können eh noch ein bisschen was für Zäune machen. Ja, das ist auch so ein goldenes Preiszettelchen. Das ist eine Kochnische, genau. Davon sind begrenzte Stückzahlen erhältlich. Das sollst du aber schnell zuschlagen. Preisbeträgt 130.000 Sternis. Nein. Bestimmt nicht. Ich hätte gerade eben nicht mal so viel Geld. Weil ich mir die Dings gekauft habe. Weil ich mir die, hier die Rüben gekauft habe. Ich habe bloß nur 100.000 in der Bank. Deswegen, too much, boys. Deswegen keine Chance. Wie gesagt, ich könnte es im Moment nicht mal kaufen. Das sind Nähkästchen, okay. Nee, nicht unbedingt. Das sind dann so Kleingegenstände, die es dann hier gibt, ne? Richtig vermutet. Sehr gut. Nice. Schön. Ja, sehr cool. Also es gibt jetzt 5 Items immer pro Tag im Angebot. Und dann haben sie hier natürlich immer noch den Schrank. Das ist cool. Das ist sehr cool. Und 2 Top-Ankäufe, ne? Oh, Profi-Angel? Profi-Casher? Elefantenkanne? Die sieht so doof aus. Irgendwie so süß, aber auch so doof. Hallo, hallo, Kinder... Kinderschaufel? Besser ist Equip. Du kannst mir nicht sagen, dass eine fucking Elefantenkanne und eine Kinderschaufel besser sind als meine Schaufeln. Die Profi-Schleuder. Die ist süß. Wow, man kann sich die richtige Axt kaufen. Krass. Das sind leider nur alternative Eisensachen. Also theoretisch Eisensachen, die du dir halt kaufen kannst und nicht craften musst, ne? Aber nicht besser. Das sind nur Metall-Items mit Skins. Okay, okay. Soweit ich weiß. Ja, gut. Solange sie jetzt nicht massiv besser sind, passt das schon.
Bastelbuch, Ideen für Bastler, Bastelboss, okay, gut. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts. Eine Stoppuhr. Warum sollte ich mir eine Stoppuhr kaufen? Was bringt die? Das ist ja kein Item, schätze ich mal, das ich mir an die Wand hänge, ne? Damit kann ich einfach nur die Zeit stoppen? Pinkes Geschenkpapier. Oh Gott, ja. Find es heraus. Teste mal. Ja. Machen wir einfach mal. Sind ja 840 Sternis, die kriegen wir schon hin. Das ist verkraftbar. Schädelboden, okay. Sollen wir uns den kaufen und den in Dings in unser Vulkan legen? Wäre auch ein interessanter Vulkanboden. Irgendwie hätte ich Lust, mir den Schädelboden zu kaufen. damit kannst du einen Speedrun machen, ja. Das Problem ist, dass der Speedrun halt erst startet, sobald der Shop sich vergrößert hat. damit kannst du die Zeit stoppen, falls du es heilig hast, ja. Damit kann ich ganz genau gucken, wie lange ihr auf meiner Insel braucht, wenn ihr mal irgendwas wieder macht. Ich glaube, ich hole den Schädelboden. Warum auch nicht? Nein. Okay. Sehr, sehr cooler Laden. Gefällt mir. Schönes Update. Mal sehen, wann das nächste kommt, ne? Gucken wir mal. Weil das müsste ja nicht eventuell, oder das müsste eventuell ja nicht alles gewesen sein. Okay. Müssen wir immer wieder reingucken. Gut, weil alles, was da tot aussieht, ist was Gutes, ja. So, wir haben uns eine Stoppuhr gekauft. Ich kann mir ja irgendwie bloß vorstellen, was es bringt. Zeit. 3 Minuten. Urlaub. Ah, okay. Das ist also theoretisch wie zum Beispiel das Fishing Tournament und sowas. Also damit kannst du einfach dann, ja, solche Speedruns setzen oder halt eben dir deine eigenen Timer setzen. Ist interessant. Ich denke, eine Belohnung oder so bekommt man da nicht. Das ist aber bloß für sich selber gemacht, ne? Dass man einfach bloß weiß, wie viel man in der Zeit sammeln konnte. Da kannst du üben, wie gut du bist. Ja, das will ich lieber nicht, das deprimiert mich nur. Das deprimiert mich nur. So, da hinten war Flora. Muss ja auch mal den ganzen Mist einsammeln, den ich gestern einfach rumliegen lassen musste. Oh, okay. Das ist selber ein Bernstein. Okay, ja, stimmt, den hatte ich noch bei mir rumliegen, das ist richtig. Okay, perfekt. Ja, die meisten Sachen bekommt man ja irgendwann, ne? Das ist ja das. So, Haifisch. Das war nicht richtig. Ich wollte mich noch ein bisschen drehen. Ach, so. Hallöchen, Sauer und Sammer. Willkommen zu Steam. Schön, dass du da bist. Na. Morgen bin ich einen halben Tag im Museum, hab 33 Sachen im Lager. Holy. Sehr, sehr viel. Viel zu langsam wieder. Ach. Ärgerlich. Ich fokussiere mich aber auch nie wirklich genügend drauf. Hi. Holen wir dich nochmal. Können wir hier und da noch ein bisschen fischen? Eventuell haben wir hier ja zum Beispiel im Teich ja auch noch nicht alles. Kann ja sein. Nein, wir haben nur noch 1 Minute Zeit. Genau deswegen ist so ein Fishing-Tournament oder so furchtbar. Weil die Fische machen halt einfach nicht mit. Ja, gut. Ach. Ich weiß nicht, weswegen. Ich weiß nicht, weswegen. Aber, na. Ich bin nicht für das Angeln hier gemacht. So. Und Hallöchen, Diakeller. Willkommen zu Steam. Schön, dass du dabei bist. So.
Nochmal eine schwarze Rose. Holy. Das geht hier echt gut, ne? Als ich diese gelben und roten Rosen getroffen haben. oder einfach bloß die roten Rosen, keine Ahnung. Aber zumindest hat das hier extrem viel gebracht da oben. Die aber bloß da zu platzieren. Hätte ich nicht gedacht, hier wachsen halt bloß weitere von den normalen Rosen. Nein, Zeit abgelaufen. Wie konnten wir nur? Konnten wir nur einen Fisch angeln? Na, Os? Alles gut? Hi. Okay. Und, was gibt's Neues, Bocco? Plaudern? Der Witz ist, mir hilft Metal-Musik beim Angeln. Okay. Auch interessant. Auch eine interessante Sache. Ja, ich muss tatsächlich sagen, also wenn ich schon geangelt habe, einfach bloß, wenn ich das Gamepad in der Hand hatte, also halt offscreen, dann geht es eigentlich auch relativ gut. Also ohne Sound und sonst irgendwas. Also vielleicht ist es wirklich einfach blöd, wenn du halt eben gerade im Streams und halt viele, viele Ablenkungen hast. Da muss ich halt wirklich voll drauf konzentrieren und vielleicht auch irgendwas anderes anhaben, weil es reicht ja eigentlich schon, dass du siehst, dass der nach unten geht. Keine Ahnung. Sei gegrüßt, Jocki. Die Sehnsucht ist wirklich ganz bezaubernd. Den ganzen Tag im Haus zu bleiben wäre eine Schande. So sieht's aus. Guten Tag. Frecher Ballon. Aber warte mal, im Shop gibt's einen Profischleuder. Das ist ja das Einzige, was wir nicht machen können, ne? Das wäre ja dann eigentlich ein gutes Item, nicht wahr? Weil, wie gesagt, die Profischleuder können wir ja nicht selber herstellen. Also es gibt ja keine Metallschleuder. Muss ich beim Angeln entspannen, so habe ich es hinbekommen. Ja, und das bin ich halt meistens nicht. Tatami-Bett. Was ist ein Tatami-Bett? Das sieht irgendwie super unbequem aus. Aber gut, die Japaner müssen es ja wissen. Der Spitzname Dieter. Power M. Power M klingt mega. will Bonnie wegziehen? Ich habe eine riesen Überraschung für dich, Dragon. Tada! Da, nimm schon! What? Ein Hut? Danke. Eine Schirmmütze! Ist dir jemals was ähnlich Cooles untergekommen? Agaga? Falls dir mein Geschenk nicht passt, dann wirf es einfach weg. Hier etwas nicht persönlich? Nein! Meine Augen holen nur deine Seele im Schlaf! Aber ansonsten ist alles gut. Okay, aber warum hatte sie dann solche Blasen über Kopf? Weil sie mir das Item geben wollte? Normalerweise heißt es ja, dass sie entweder irgendwas brauchen oder gehen wollen, ne? Die sieht gar nicht schlecht aus. Also hat so was mehr entweder halt Fischermäßiges oder, ne? Oder Militärmäßiges, so ein bisschen was. Ich hab da jetzt an was viel Schlimmeres gedacht. Sogar eine halbwegs normale Mütze. Und sieht jetzt irgendwie mit dem Outfit mehr aus, als wäre so ein Holzfäller oder so. Das kann vieles bedeuten. Okay. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich dachte schon, irgendwas passiert jetzt. Ich hatte schon Sorgen um Bonnie. Eine Angelmütze, genau. Und Hallöchen Keks, willkommen. Wie geht's dir? Mir geht's soweit prima. Soweit alles ziemlich gut. Ich hoffe, bei dir auch. Bin auf meine Spielzeit nach den 10 Tagen gespannt, wenn ich es dann sehe. Das wird bestimmt sehr heftig sein. Und stimmt, genau, ja. Erik hat seinen Kranz aufgehängt. Genau, das habe ich... Waren das? Irgendwann habe ich das gesehen. Das ist mega cool. Er hat es tatsächlich aufgehängt. Das ist sehr schön. Also sowas machen die Bewohner dann schon ziemlich schnell. Jetzt auch gut. Sehr schön. Wie geht's dir so, Flapp? Mir absolut fantastomatisch. Prima. Was mache ich heute Abend? Gute Frage. Irgendwas Aufregendes. Flora, irgendwas Aufregendes. Was machen Flamingos sonst so abends? gibt es heute einen Besuch? Wahrscheinlich eher nicht. Gucken wir mal, je nachdem wie es läuft. Schau mir meinen ersten eigenen Laptop zu. Das ist cool. Glückwunsch. Bäckchen, sehr schön. Warum? Das war ja mit ihm ein bisschen drin zu trainieren, Flitzer. Oder? Hat die Akademie des schönen Hauses viele Punkte gegeben? Bei mir wäre es kein Riesenerfolg. Ich wurde nicht mal gefragt, wie viele Sit-Ups am Stück ich schaffe.
Das hat ja auch nichts mit deinem Haus zu tun. Und du hast auch immer noch bloß eine kleine Bude. Selbe Schuld. Fällt mir jetzt erst auf, ich habe dieselbe Insel wie du. Echt jetzt? Wirklich jetzt? Das wäre ja mega krass. Den habe ich heute gekriegt. Sehr, sehr cool. Das ist schön. So, können wir nochmal zu Erik gehen. Da gibt's ein paar, ich dachte, es gibt da ein paar mehr Layouts. So, na, Erik. Hey, Bäckchen. Freut mich, dass du vorbeischaust, Hörschel. Sehen wir was? Letztens war Raven von einer Insel zu Besuch. Da habe ich gehört, wie sie mit einem ganz seltsamen Titel angesprochen wurde. Beifang Phönix. Fragt man sich doch, wie sie zu so einem drolligen Bezeichnung gekommen ist. Tja, das müssen wir Blob selber fragen. sehr schön. So. Wie gesagt, Besuch müssen wir mal gucken. Vielleicht einen oder so. Mal sehen. Die anderen Inseln hat mir nicht zugesagt, die zur Auswahl standen. Okay. Tja, gut. Ich meine, meine Insel ist schon was Tolles, ne? Bei Erik sollst du dich ja wohlfühlen mit deinem aktuellen Outfit als Holzfäller, ja. Ja, ist mein liebster Ort, wo ich die Zeit verbringen kann. Gitterzaun, Strohzaun, nee. Könnten noch mal einen Weg kaufen. Wir holen uns einen Holzpfad. Das können wir ja langsam mal machen, die ganzen Sachen. Wir müssen dann auch noch zwei Zäune machen für mehr Nuckmeilen. Können uns dann auch noch mal einen Zaun oder noch mal einen Weg holen. Ist ja eigentlich auch nicht verkehrt. Dann tun wir die mal so ein bisschen langsam alle abkaufen. Yes! Ich bin auf dem Holzpfad. Das Holzpfade anlegen. Großartig. Ja. Hab sogar Tastenbeleuchtung und Touchscreen. Oh, Touchscreen beim Laptop? Das ist interessant. Sehr, sehr krass. Gut, von Tastenbeleuchtung halt. Von Tastenbeleuchtung. Beleuchtung. So rum. Entschuldigung. Halte ich nicht viel, aber sehr cool. Mein Hemd würde gut passen, weil kariertes Hemd. Wahre Holzfäller trägt ein Karohemd. Sehr gut. Schön. Ja, wie gesagt, ich mag Tastenbeleuchtung nicht unbedingt. Ist gut, wenn es dunkel wird. Ja, das Problem ist halt eben bloß, wenn mal die Tastenbeleuchtung ja langsam anfängt auszufallen, dann sieht es halt richtig dumm aus. Und das haben zum Beispiel so gerade Tastaturen oder so ja gerne mal an sich. Und da bin ich halt kein Fan davon. Außerdem, wenn es dunkel wird, ich spiele halt eh meistens bei Licht. Das ist... Ich spiele normalerweise nie komplett im Dunkeln. Deswegen, na... bringt das auch nicht so viel. Aber wie gesagt, jedem das seine. So. Einweihung feiern. Ich weiß gar nicht, weswegen ich zu ihm gegangen bin. Wir können auf jeden Fall die Einweihung feiern. Wir wollen Luxladen feiern. Glänzende Generale geholt. Von Meisterhand. Hast du Lust? Ja, klar. Auf jeden Fall. So, ist das Starthemd. Glaube, es wird schwer für mich, was anderes zu tragen. Naja, vorerst bekommst du auch nicht unbedingt was anderes, ne? Aber, sobald du mal die Schneiderei hast, findest du, glaube ich, schon irgendwas, oder? Ich weiß nicht. Gibt ja viele Möglichkeiten. Und Hallöchen, Erik. Willkommen zum Stream. Schön, dass du da bist. Oh, da stehen sie alle. Teilweise sogar in den Blümchen, das ist schön. Ein Bewohner fehlt uns noch, oder? Wir haben 3, 5, 7, 8, 9. Genau, ein Bewohner fehlt uns ja noch. Wollte fragen, ob du auf meine Insel willst. Und hast du Äpfel? Hab dann die Obstbauer-Quest abgeschlossen. Ja, ich habe Äpfel. Aber ich werde heute eventuell keine Besuche machen. Weiß ich noch nicht. Müsste ich mal gucken, weil ich heute mich gerne auch ein bisschen so um die Insel kümmern wollte. So. Und guten Abend, Appleboy. Willkommen zum Stream. Schönes Wabbis.
Ich trage halt gerne kariert. Ja, Karohemden sind nichts Verkehrtes, definitiv. So. Also dann, wie euch bestimmt schon bekannt ist, wurde Nux-Laden erweitert. Das wollen wir feiern. Sehr schön. Danke, vielen Dank. Denglis entwickelt sich prächtig und das ist euch allen zu verdanken. Ja, ja. Ich möchte nun die Repräsentanten von Nux-Laden, Nepp und Schlepp, um ein paar Worte bitten. Nepp, Schlepp, werdet ihr so nett? Liebe Bewohner von Dragonlist, wir haben Nux-Laden umgestaltet und das beeindruckende Ergebnis steht jetzt hier. Ganz genau, wir haben auch unser Warenangebot enorm erweitert. Dadurch können wir euch auf dieser Insel besser denn je unterstützen. Sehr schön, Party! Ja, ja, vielen Dank. Als nächstes noch einige Worte von einer gewissen Person, die stets aufs Neue zum Wachstum dieser Insel beiträgt. Ich spreche natürlich von unserem Inselsprecher, Dragon. Möchtest du ihm etwas hinzufügen, Dragon? Wir sind absolute Spitze. Ja, ja, gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte, Dragon. Nun gut. Die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die meinen gerne noch ein Foto hätten, sollen sich bereit machen, diese komische Taste zu drücken. Ja, ja, wird gemacht. Ja, in diesem Sinne. Nux-Laden sowie Dragonlist verdienen zum Abschluss ein lautes Hurra. Also, Hurra! Hurra! Sehr schön. Hast du auch beim normalen Nook-Shopping geguckt? Das wollte ich ja eigentlich machen, aber dann bin ich irgendwie automatisch zu Tom Nook gegangen. Das war eigentlich das, was ich machen wollte. Danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gebt Acht auf den Heimweg. Werden wir tun. Okay, kannst du dann vielleicht kommen? Muss bloß die Äpfel droppen. Kannst ja wieder gehen. Ja, gucken wir mal. Werden wir sehen. Ich guck mal. Wobei ich gerade eben keine Äpfel, glaube ich, da habe. Also ich habe Äpfel auf meiner Insel, aber ich glaube, es wird gerade eben schwierig, dir welche zu geben. Weil die, wo ich hatte, habe ich gerade eben auch schon verkauft. Tut mir leid. So. Okay, genau, dann können wir jetzt noch das machen, weil ansonsten vergesse ich das auf jeden Fall. Das ist dann gefährlich. Aber es wird mal wieder Besuch-Streams geben. Dann kannst du auch vorbeikommen und dann kann ich dir eventuell oder jemand anders dir einen Apfel geben. So. Daran. Dann gucken wir mal. Irgendwann müssen wir uns auch noch den 10. Bewohner holen, aber da habe ich jetzt mal gerade eben keine große Eile. Ein Buch. Okay. Achso, damit können wir das Manga-Regal bauen, ne? Wenn wir uns das holen würden. Ich weiß bloß nicht, ob ich es unbedingt brauche. Keke Arie. Weiß ich gerade eben nicht. Wird das angezeigt, wenn man das schon hat? Ich glaube nicht, ne? Müsste ich jetzt tatsächlich gucken, ob wir Arie schon haben oder nicht. Ich glaube nicht. Wir haben die Sonate, ne? Aber die nicht die Arie. Müssen wir mal schauen. Apfelbäume wachsen leider erst noch. Da waren die Äpfel von Mama. Das ist auch schön. Ich weiß nicht, hat uns bei uns die Mama auch Äpfel geschickt? Ich glaube schon, ne? Weil das sind ja die Früchte, die wir angebaut haben. Ich denke auch. Oha, okay. Dankeschön. Ein niedlicher Schirm. Vielen Dank. Panda! Danke. Und Mäh. Danke. Vielen, vielen Dank, glaube ich. Ein Bärenschirm. Oh, der ist wirklich niedlich. Der ist super süß. Der ist ultra niedlich, vor allem mit den beiden Öhrchen dran. Oh, schön. Das ist wirklich ein süßer Schirm. Vielen Dank. Ein Baby-Panda. Oh. Guten Tag, warum in grün? Wo hast du einen grünen Baby-Panda herbekommen? Vielen Dank. Und eine Schallplattenkiste. Oh, sehr cool. Das ist super cool. Die können wir uns auf jeden Fall in die Ding stellen. In das Bandzimmer. Das ist Korana. Was?
Okay. So. Gehen wir rein, packen mal das Bärchen wieder ein. Wir könnten theoretisch auch aus dem Laden. wir könnten theoretisch auch unser Zimmer ein bisschen erweitern. Frag lieber Nepp und Schlepp, ja. Ja, der Bär sieht nicht ganz gesund aus. Wir könnten hier mal ein bisschen was basteln. Ach so, der Panda hat Corona. So, okay, ich verstehe. Guten Abend, Lichtschakal. Willkommen zum Stream. Schönes dabei bist. Könnten hier halt auch den Totenkopfboden machen. Können wir hier ein Death-Metal-Zimmer draus machen. Packen wir die mal ins Lager. Brauchen irgendwie noch eine Wand. Guck mal bitte, ob du das Mikro hast. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein Mikro habe. Wie schon gesagt. Ziemlich sicher. Da, ja, Retro-Mikrofon. Wie bereits gesagt. Habe ich mir damals mit der Retro-Anlage gekauft. Ach so, die Bonbon-Stehenlampe. Ich dachte gerade, was ist das denn? So. Shit, here we go again. Sie wollen meinen Apfeln wachsen. Weil ich sie gepflückt habe? Okay. Devs Beat Metal Zimmer, ja. So. Das Mikrofon. Die Marimba. Jede Death Metal Band braucht ein Marimba. Ohne höre ich mir das gar nicht erst an. gestern hatte ich ein echt mega Teil. Das kommt dann in meinen Zockerkeller. Okay, ja. Oh, sehr gut. Eine Akustikgitarre. Ein Saxophon. Eine High-End-Anlage. Das ist cool. Das ist sehr cool. Achso, der Synthesizer. Die Schallplattenkiste kann in die Ecke. Yeah, schauen wir gleich. Weil sie gepflückt hast. das schauen wir gleich. Wenn wir aber schon dabei sind, können wir ja auch unser Zimmer hier mal ein bisschen erweitern. Wenn wir jetzt schon die Schallplattenkiste bekommen haben, müssen wir hier nicht den Babypanda daneben stellen. Der fängt nicht unbedingt was an mit einer Schallplattenkiste. Die Retro-Anlage? Ja, genau, ne? Ja, nice. Sehr cool. Jetzt haben wir Schallplatten und Schallplattenspieler. Und jetzt können wir gucken, ob wir die Ari haben. Ja, haben wir, okay. Okay. Hier muss Steven Deep KK Metal spielen. der Synthesizer muss noch irgendwo hin. Genau das Problem. Ich habe einfach schon viel zu viele Instrumente. Ja, ne? Was soll ich tun, Spiel? Was soll ich tun? Ah! Spare mal auf Fashion Hunting, was auch immer. Okay. so. Mr. Verrückte Bomber hat mittlerweile übrigens 12 Schildkröten. Hat er irgendwie einen Schildkrötenköder oder wie kommt er an so viele Schildkröten? So, wie machen wir das jetzt? An die Wand schieben. Ja, ja, ich schieb's ja eh gleich. Ich wollte schon sagen, eine Arie im Metal-Zimmer. Ja, wir können auch ganz schnell ein Arienzimmer draus machen. Die braucht dann den Verstärker. Wow. So. Die Marimba. Die Akustikgitarre. Sieht doch mal gar nicht so schlecht aus als Bandzimmer. Ich komme bloß, glaube ich, nicht mehr rein, oder? Doch, gerade so. Synthesizer muss mal weg. Können wir mitspielen? Ah! Wobei, hier brauchen wir natürlich den richtigen Rock. bei mir fische ich gerade zu viele Kalmare für meinen Geschmack. Kannst ein gutes Abendessen draus machen.
So schnell kann ich nicht mashen. Dammit. Was noch mehr Instrumente? Naja, ich hab noch meine Ocarina und so. Hab mal für dich geöffnet, Dragon. Ich habe aber gesagt, dass ich wahrscheinlich nicht kommen werde. Das hast du schon verstanden, ne? Hab ich? Ja, die beiden. Die drei sogar. Oh Gott. Ja, und auch noch die Dings. Auch noch die Ukulele. Mein Zimmer ist nicht groß genug für das ganze Zeug. Müssen die definitiv an die Wand. Anders geht das nicht. Saxophon muss hier noch rüber. Ich habe das Saxophon noch nie gespielt. Ist das aber schon die Musik, die spielt? Oder ich weiß es gar nicht. Ich fange mit Seebarsche. Fällt mit Bassgitarre. Ja, ist richtig. Das hier noch rüber. Hallo? Lass mich meine Akustikgitarre schieben. Warum komme ich da nicht ran? Was ist hier los? Machen wir es halt so. Nein! Ach. Es fehlt ein Tisch. Ja, ein Tisch wäre vielleicht nicht so verkehrt. Bin mir gar nicht sicher. Gut, die können dann theoretisch auch noch an die Wand. Ich hatte unterschätzt, wie viele Instrumente ich habe. Hä? Die geht nicht mal weiter an die Wand? Oh doch. Dann geht das ja aber auch noch weiter an die Wand, oder? Ja, guck mal. Das ist noch ein fehlendes Instrument im Briefkasten. Wie viele Instrumente gibt es denn? Ich habe definitiv nicht genügend Platz, um die alle hier hinzustellen. Mir ist gerade ein Gegner in den Baum gebackt. Oh. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, die Drums wären ja eigentlich hinten, ne? So gesehen. Wobei dann theoretisch ja die Kalimba nicht vorne wäre. Ich mach Metal! Holzblock-Trommel. Halt, nee, muss da rüber. Ja, theoretisch muss sie dann hier hin, ne? Die Akustik-Gitarre würde ich neben die E-Gitarre stellen. Ja, wäre auch eine Option. Wäre definitiv eine Option. Das heißt, die beiden theoretisch hier hin. Wobei, nee. Machen wir das so. So sieht's besser aus. Können sich nicht mehr wehren und das hat es mir so einfach gemacht. Das ist mies. Das als Drums zu bezeichnen, ich weiß. Das auch nicht. Nee, ich hab nichts Besseres. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Oh, meine Güte. Und die Ukulele. Ah, jetzt kommen wir da halt nicht mehr entlang. Das Zimmer ist definitiv zu klein. Oder wir haben aber zu viele Instrumente. Ja. Perfektes Instrument dafür. Oh. Können wir ja nochmal aufmachen. So, gerade bei Bomber auf der Insel. Und eine gewisse Kutte ist gerade da. Oh, sehr gut, sehr gut. Haben wir jetzt noch irgendwas? Ja, irgendwas hatten wir da doch noch. Ach, die Dosenkalimba. Ja, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir die aufstellen werden, weil ich habe einfach keinen Platz mehr. Das ist das Problem.
Dosenkalimba ist zwar süß, aber wie gesagt, uns fehlt der Platz. Erstmal ein echtes Bild gekauft. Können das noch so machen und das so. Ich gucke leider Musikern zu, beim Üben auf Twitch. Da bekommt man Ansprüche. Wie gesagt, man muss das nehmen, was man bekommt. Das ist, die können sicherlich auch nicht so tolle Musik machen, wenn sie nur das hier zur Verfügung hätten. Ja, wie gesagt, für die Dosenkalimba ist hier halt echt kein Platz mehr. Tut mir leid. Die ist zwar süß, aber schwierig. Sehr schwierig. Ich meine, wir könnten hinten ja sogar eigentlich die beiden Gitarren hinstellen. Wir haben ja zwei E-Gitarren, aber hier macht ihr sich eigentlich auch nicht schlecht. Was haben wir eigentlich noch für Tapeten? Schwarze Reliefliesenwand, die Kirschblütenwand. Kirschblütenwand ist vielleicht nicht perfekt für einen Bandraum. Wird dann sehr düster, ne? Briefkasten könnte wichtig sein. Ich gehe ja gleich an Briefkasten, keine Sorge. Alles gut, alles gut. Ich bin ja schon auf dem Weg. Keine Panik. So, Weltraumboden kommt mal ins Lager. Wird das jetzt zu düster? Ist das zu dunkel? Ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen, ne? Halt. Ich finde es jedes Mal interessant, wenn neue Lieder geschrieben werden. Oh, das ist echt krass, ja. Wenn man selbst seine Lieder schreibt. Sehr, sehr cool. Ach, man kann es sogar noch dunkler machen. Interessant. Ich finde, das geht. Ja, hat jetzt irgendwie schon was sehr, sehr Todestempelmäßiges, aber fürs Erste geht's, glaube ich mal. Sieht aus wie ein Studio. Ich weiß ja nicht, in welchen Studios du schon warst, aber... aber ich glaube, so sehen Studios nicht unbedingt aus. Death Metal halt, ja. Das gute alte Death Metal Studio. Vielleicht war ich aber einfach bisher auch zu wenig in Metal Studios. Können wir das Bett hinstellen. Ich hätte die passende Tapete, wenn du möchtest. Ich weiß nicht, was eine passende Tapete wäre. Das ist halt eben das. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich die möchte. Halt nicht die Dosenkalimba. Nein, auch nicht den Babypanda. Wo ist mein Bett? Da. Sieht zwar nicht unbedingt bequemer aus als das andere Bett, aber von mir aus. Wir können das mal so hinschieben. Einen Moment. Die Schädeltapete? Ja, ich weiß aber nicht. Schädelboden, Schädeltapete ist dann, glaube ich, ein bisschen heavy, ne? Die Studios, die ich gesehen habe, waren nicht so düster. Ja, ich würde jetzt auch mal sagen, dass sie normalerweise nicht so dunkel sind. Guck mal, jetzt können wir da sogar reinlaufen, ist ja krass. Langsam wird unser Haus vielleicht sogar zu einem richtigen Haus. Nicht zu einer Gerümpelkammer. Nee, ich meine, dass die Wände wie Styropor wirken. Nicht von der Farbe her. Ja, ja, das, du meinst, ja, wegen diesen Reliefsachen sehen sie ein bisschen aus wie, wie diese Schallschutzsachen. Das ist schon richtig, aber wie gesagt, es ist halt sehr düster und diese Blumenmuster und so drauf. Ziegel vielleicht? Nee. Ziegel wäre... Ich weiß nicht genau, was da passt. Ich muss es sehen, denke ich. Weil Ziegel sähe aus, als wäre das in so einer alten Fabrikhalle. Was cool käme sicherlich, aber ich weiß nicht, ob ich das als dauerhafte Tapete haben wollte. So. Was haben wir hier denn? Da fehlt das noch. Bitte sei kein großes Instrument. 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 Fuck, ich wusste es. Vielen Dank für das Schlagzeug. Ach je.
Vielleicht gibt's eine Studiotapete. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Finde es besser als die Standard-Ölwand. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also es hat den Raum schon aufgewertet. Aber wir brauchen definitiv noch was anderes. Außer du musst die Weltkarte da weg. Du warst nicht die Weltkarte. Trotzdem bye. Das Problem ist halt, ich muss das Schlagzeug ja jetzt hier hinten hinstellen. Das ist der einzige Ort, wo ich es hinstellen kann. Das Problem ist, dass ich jetzt meine Anlage nirgendwo hinstellen kann. Dann muss die Bambus-Dings sterben. Die Bambustrommel, tut mir leid. Aber irgendwie ist es halt auch cool, wenn wir hier keine Anlage haben. Ja, wie, hier ist nicht genügend Platz. Dann mach Platz, Mann. Nein, nicht die Teppichmuschel. Das war der fast richtige Platz. Das sind Drums, ja, yeah, ja. Yeah. So. Und das noch eins nach vorne. Hat mir ja auch ein bisschen Platz. Haben wir hier Platz? Ja, wir haben Platz. Dann können die da theoretisch noch hin, die... Ja, nee, aber... Ja, doch, du kommst noch... Gut, okay, du kommst ans Saxophon oder an die Trommel ran. Das ist halt aber das Beste, was ich tun kann. Saxophon will ich eigentlich auch nicht unbedingt in die Ecke schieben, ne? Außer... Ich brauche mein Metal wieder. Kannst es tauschen. Und eine Lochplattenwand gut aussehen würde. Ich kann mir gerade nicht mal was unter einer Lochplattenwand vorstellen, muss ich tatsächlich sagen. Ja, wir finden da schon was, keine Sorge. Kommt der Babypanda hier noch rein. Das ist dann unser Zuschauer, wenn wir üben. Ich bin hier irgendwie noch nicht ganz zufrieden. Sollen wir die Drums noch ein bisschen nach vorne schieben, dass man dahinter laufen kann? Ist zu weit vorne, oder? Es sind immerhin Drums. Na, jetzt kommt halt das Mikrofon nicht mehr ran, das dachte ich mir beinahe. Ärgerlich. Es gibt einfach zu viele Instrumente hier. Stuhl für das Schlagzeug. Ich habe keinen Platz mehr. Wenn wir einen oberen Stock haben, dann können wir da das Bandzimmer draus machen, weil dann haben wir ja mehr Platz. Aber der Raum ist voll. Der Raum ist absolut voll. Da kriegst du nichts mehr hin. Dann kennen wir eine Metalband, hat immer ein Babypanda als Maskottchen. Na klar. Absolut. Wie gesagt, wenn wir mal den oberen Bereich haben, dann können wir das machen. Aber vorerst ist das alles, was ich anbieten kann. Weil mehr Platz, das Zimmer platzt halt aus allen Nähten. Schneller mashen geht nicht. Gut, sehr schön. Vielen Dank auf jeden Fall für das Schlagzeug natürlich. Das ist natürlich mega cool. Allgemein für alle Musikinstrumente, die ihr schon so gegeben habt. Wir werden daraus mal ein richtiges Bandzimmer machen. Nur, wie gesagt, gerade eben ist das halt alles, was wir haben. Ich denke, sobald wir einen oberen Stock haben. Aber das wären halt noch zwei Räume, die wir theoretisch dann ja dazu bekommen. Oder wahrscheinlich bekommen wir zuerst den rechten Raum und dann den oberen Stock schätze ich mal.
Immerhin passen zwei Instrumente zum Metal. Der kommt auf den Metal drauf an, oder? okay, sehr schön. Was haben wir eigentlich so als Nukma in Plus? Haben wir da gerade sich umziehen? Nee. Zäune bauen. Können wir machen. Pflanze Bäume, pflanze Obstbäume. Gucken wir mal. Zäune bauen wäre eine Möglichkeit. Ich brauche eh noch, aber ich glaube Bambuszäune habe ich noch. Oder habe ich da das Rezept für? Ich weiß es gar nicht. Gut, den Schirm brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Müssen eventuell auch wieder ein paar Sachen verkaufen und ein paar Sachen weggeben. Können die Muscheln erstmal basteln. Dann haben wir da wieder ein bisschen Platz. So. Ich musste wenigstens nur Tulpen pflanzen. Oh, ja gut, Zäune bauen geht ja auch schnell. Ich musste ja nicht hinsetzen, ich musste ja bloß bauen, ne? Deswegen ist es eigentlich gar kein Problem. Ich würde natürlich an sich schon gerne nochmal ein paar Sachen hinsetzen. Wonach suche ich gerade eben? Gut, generell erstmal nach den Ködern. Aber dann eventuell auch nach anderen Dingen. Nach den Zäunen, genau. Was für Zäune habe ich? Das wäre dann mal wichtig. Weil ich würde definitiv meine Bambusfarm gehen und noch ein bisschen erweitern. Dafür müssen wir dann den Baum wegrupfen. Können wir das auf jeden Fall noch machen. Ansonsten, wir müssen noch in der Schneiderei vorbeischauen. Genau, das wäre auch noch wichtig. Oder wichtig wäre es nicht, aber ja, will man ja machen. Und ja gut, dann ist es auch schon wieder 6, ne? Wenn wir dann noch ein bisschen... Das ist halt eben das Problem. Wenn wir Besuche machen wollten, dann jetzt theoretisch. Aber dann würde ich halt heute wieder, oder hätte ich heute halt wieder gar nichts gemacht, außer den Laden kurz besucht. Deswegen wäre es heute vielleicht mal ganz gut, wenn wir dann aber bloß ein bisschen was rumbasteln. Sinnvoll da zu schauen, ja. Ich habe schon 30 Köder gesammelt. Gut, dass ich schon so lange spiele. Sehr heftig. Oh Gott. Oh, Hilfe. Warum? Warum tust du mir das an, Spiel? Ja, den Würstchenhut hatten wir schon mal, ne? Ich hatte gehofft, dass du heute bei uns reinschaust. Neuen Stoffdesign. Nice. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Kann man eigentlich auch viel damit machen, ne? Danke. Gucken wir mal, was uns alles so Tolles erwartet. Ich habe Besuch gehört. Nee, ich meinte, wenn, dann müsste ich jetzt besuchen. Aber ich werde dann wahrscheinlich heute niemanden besuchen gehen. Hey, Karohemd. Da können wir richtig Holzfäller spielen, ohne die Weste. Tja, ich weiß noch nicht, welche Farbe. Das Rote mag ich halt gar nicht. Immer in Anzug, meine ich ein Kleid, ja. Hast du irgendwelche Pläne für die Insel, wie ein Park? Ein Park? Nee, nicht unbedingt. Ich meine, die Insel ist ja noch ziemlich natürlich. Oh Gott. Da brauche ich ja nicht unbedingt, einen Park, oder? Ein Flapperkleid? Was zur Hölle ist ein Flapperkleid? Das Hellblaue habe ich. Das war. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Das Hellblau ist echt gut. Das glaube ich eher im Dunkelblau nehmen. Wie gesagt, das Hellblau sieht eigentlich echt gut aus. Was zur Hölle ist ein Flapperkleid? Ich meine, ich weiß schon, oder ich sehe ja, was es sein soll. Es wäre was für Flora. Nee, aber ja, in Rosa theoretisch. Ein Vintage-Kleid. Ach Gott. Ein Outdoor-Hut. Warte mal, packen wir das mal weg. Hey, Katzenmütze. Sehr gut. Eine Hotdog-Kapuze. Die lassen wir auch mal ganz schnell sein. Strassbrille, Alltagsstrumpfhose. Okay. Einfarbensocken, Riemchenschuhe. Spazierschuhe. Was soll das denn? Spazierschuhe? Trekkingschuhe. Nee. Oder irgendwas anderes. Bisher nicht wirklich große Pläne. Das ist eben das. Gucken wir mal. Aber eher nicht so in die Richtung.
Hat es hellblau mit einer weißen Jeans? Das passt gut zusammen. Ja, ich denke auch. Das passt eigentlich ziemlich gut, ne? Aber wie gesagt, so planmäßig habe ich da jetzt eigentlich nichts. So. Das ist links neben der Brille auf der rechten Seite. Das ist eine Rotznase. Das habe ich komplett übersehen. Oh Gott. Ach, das muss nicht unbedingt sein. Da können wir die Dings. Hallöchen, Xamok. Da können wir die, hier, wie heißt sie? Die Rübenverkäuferin können wir dann nachspielen. Die hat ja auch immer so eine Rotznase. Hey, ist Piloten. Ja, bitte nicht mit der Rotznase. Wir sind Pilot Rotznase. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ach je. Ach je. So. Ich dachte, das ist ein Ohrring. Nicht ganz. Nicht ganz. Ich weiß nicht, ob wir uns so ein Karohemd holen. Ich meine, das ist so mehr casual, ne? Wir haben nicht unbedingt was Casual-mäßiges. Ja, holen wir es uns doch. 960 Sternis können wir schon noch ausgeben. Das passt. Ja. Nee, nicht tragen. Wir machen noch ein bisschen. Gut, okay, wir hätten es eigentlich tragen können. Jetzt sehen wir auch noch mal ein bisschen mehr Holzfäle-mäßig aus. Hatte gerade Zoom-Konferenz mit all meinen Cousinen. Oh, okay. Das ist cool. Das ist auch sehr cool, wenn man das so einrichten kann, finde ich, ne? Sehr, sehr coole Sache. Karohemd geht immer, ja genau. Wir sehen uns heute echt oft. Habe ich etwa einen neuen Fan, Flapflap? Du hast definitiv einen Fan von Flapflap. Hast du die Ergebnisse von der Akademie des schönen Hauses schon gesehen, Dragon? Wie hast du abgeschnitten? Ich habe mich noch nicht getraut, meinen Punktzahl nachzugucken. Von irgendwem anders so bewertet zu werden, fühlt sich komisch an, Flapflap. Was da steht mir das wohl ohnehin irgendwann bevor. Nee, ich weiß nicht, wie sie deine Wohnung bewerten sollen, Flora. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Das Portal zur Beschwörung des Flamingo-Gotts. Bin mir nicht ganz sicher, ob das so gut ist. So, verkaufen wir euch nochmal was. Und dann Floras Haus A+, ja. Bestimmt. Bestimmt. Die Weißtextil-Tapete kann weg, das Feldbett kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das auch. Die Äste behalten wir. Den Westernhut behalten wir, den Bärenschirm behalten wir. Die Weltkarte. Oh, ja, von mir aus behalten wir auch. Wir sind ja alle in Amerika, ja, okay. Ist interessant, ihre Seite zu bekommen. Von einem Land, in dem der Präsident vorschlägt, Desinfektionsmittel zu trinken. Ja. Ich meine, die ganze Welt macht sich darüber lustig, aber ich weiß nicht, ob die selber das so lustig finden. Das ist halt. Puh, schwierig. Das ist sehr schwierig. Ah ja, ist sicherlich interessant, dann wirklich mal. Hey, Muschel sammeln. Sicherlich interessant, da mal mit wirklich Leuten vor Ort zu reden. Das bestimmt. Gut. Die Bewertung der Krypta würde mich interessieren. Naja, auch A+, ansonsten landest du in der Krypta. So viel ist doch klar, oder? Mit wem haben wir heute eigentlich noch nicht gesprochen? Die haben First Infect. Oh, sehr gut. Infection Injection Now. Oh, das ist großartig. Hey, schon 1500 Leute haben unterschrieben. sehr, sehr gut.
Oh, großartig. Ja, so muss man dagegen ankommen. Genau, Trump darf es gerne vormachen mit dem Desinfektionsmittel, genau. Weißt du, die Sache ist, das wird ihm wahrscheinlich sogar nicht mal was ausmachen. So wie ich mir das vorstelle, wird das bestimmt einfach super laufen bei ihm. Dann haben wir den Salat. Da ist schon ein Item. Ja, okay. Huch. Achso, Steine klopfen. Stimmt, war ja auch was. So, Zäune basteln müssen wir noch. Genau. Jetzt wirklich nur Zäune bauen, ne? Bastelt Zäune zur Gartenverschönerung. Ja, okay. Trump ist gleich Android confirmed, ja. vielleicht wird es einfach gefaked. Dafür wäre er zu blöd, um sowas zu faken. So. okay, wir müssen mit drei Leuten reden. Das geht ja um interessante Brille. Hoho, schon wieder sehen wir uns wieder. Lauter? Erinnerst du dich an den Besuch von Louis von Garonera? Dann interessiert dich sicherlich auch ein paar Details. Nun, er hat sich durch höchst verdächtiges Ausheben von Löchern davor getan. Ich habe fast den Eindruck, dass es sich um waschechte Fallen handelt. Eine Unverschämtheit, Yogi. Seid mit Vorsicht beim Laufen. Es wäre weniger erstrebenswert, sich in einer Falle wiederzufinden. So sieht's aus. Das ist nicht ganz so toll. Ach, immer bloß diese Kolibri-Falter. Furchtbar. Nichts Besonderes, was hier rumflattert. So. Ja, gut zu wissen. Laufen Sie immer über den Weg, was? Yep. Hey, warst du kürzlich an meinem Lux-Laden? Der hat sich ordentlich rausgemacht. Größere Auswahl sind nun erstklassig. Als hätte ich nicht schon genügend Kringskrams. Geht mir genauso. Mein Lager ist schon wieder voll übrigens, ne? Ich muss eigentlich bald den... die Schulden zurückbezahlen, damit ich mein Haus wieder erweitern kann. Aber bloß für das Lager. Yay! Wie cool, dass wir uns wieder über den Weg laufen, Nagaga. Mit Sabina haben wir heute noch gar nicht gesprochen, stimmt. Nee, das habe ich noch nicht genommen. Mir ist vorhin wieder eingefallen, aber genommen habe ich es noch nicht. Weißt du eigentlich, wie sehr ich mich aufs Shoppen freue? Wie toll es dann ist, zu shoppen? Wie happy ich danach bin, dass ich shoppen war? Lux' Laden ist jetzt größer. Und je größer der Laden ist, umso mehr Spaß macht das Shoppen. Das würden wir nur ohne Nepp und Schlepp tun, Agaga. Agaga. Dankeschön für die Nuckmalen. So, bevor Nuckmalen ist, irgendwas auszubuddeln. Nehmen wir das mal an. Sehr schön. Nice, Hackeholz. Ja gut, das werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Hup. Hey! Danke für die 20.000 Sterne. Vielen Dank. Das nehme ich gerne an. So, genau hier. Das will ich erweitern. Deswegen wollte ich eigentlich vorhin nach dem Bambuszaun gucken, aber gut. Jetzt ist schon zu spät. Jetzt sind wir schon wieder bei Sabine. Genau deswegen kann ich keine Besuche machen. Weil ich genau hier von einer zur anderen Sache komme. Hi, na? Bist du bereit für den Sport, oder wie? Willkommen. Fühl dich ganz wie zu Hause. Ai. Quatschen. Gerd hat es um diese Jahreszeit nicht leicht. Er reist von Insel zu Insel, um Samen und Pflanzen zu verkaufen. Jedes Mal, wenn er auf dieser Insel Halt macht, bedanke ich mich ganz herzlich bei ihm. Ohne ihn hätte ich mir so manchen Gartentraum nicht erfüllen können. Ai. Welchen Gartentraum? Du hast keinen Garten, außer den Garten, den ich dir gemacht habe. Aber okay, ist ja schön. Bonnies Blick sagt, du bezahlst meinen Einkauf und ich nehme deine Seele, ja. Als Dank für die Rübenhilfe. Ah, danke schön. Kein Problem. Immer wieder gerne. Und Hallöchen, Pat. Willkommen zu Stream. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, soweit schon. Ich hoffe, dir auch. Ist der Kutter eigentlich noch da? Nee, der Kutter ist nicht da. Okay, das heißt, er ist auch wieder weg. Wahrscheinlich kommt er dann wieder, sobald das Museum geöffnet hat, ne? Eventuell. Ich denke, jetzt haben wir auch mit jedem geredet, oder? Endlich kann ich wieder einen deiner Streams beiwohnen. Oh, freut mich. Freut mich, dass du wieder dazukommen kannst. Die Blumen. Was machen wir nur mit den Blumen?
Die nehmen definitiv überhand. Genauso wie hier. Ich weiß es noch nicht. Ich meine, wir könnten sie mehr züchten. Ja, aber was dann? Das ist... Irgendwann ist die Insel aber voll mit Blümchen. Und ich würde ja gerne auch noch andere Pflanzen einzäunen. Ja, schon. Klar, einzäunen könnte ich sie auf jeden Fall. Ich meine, ich kann sie dann halt auch einfach bloß verkaufen, ne? Wäre so das. Eugen ist wohl zurzeit im Urlaub. Sich erholen von Insekten. Ah, nee, der ist beim Umbauen. Das ist das. Der ist fleißig am Basteln. Bastlerleitung. Wo wir gerade vom Basteln reden, müssen wir ja auch noch machen. Da ist doch der Bambuszaun. Also, sehr gut. Können wir machen. Alle Blauen kannst du mir schicken. Ich hab so wenig Blaue. Und zum Thema Sauerteig. Ach so, ja stimmt, genau. Es hat funktioniert. Nur ist die Treibfähigkeit der Hefekultur noch nicht ganz optimal. Okay, aber hey, immerhin hat es funktioniert, ne? Mal so als erster Versuch, gar nicht schlecht. Hi, Tipp, vielleicht ein Blumenpark. Hallöchen, Wolfgirl auf jeden Fall. Ein Blumenpark, ja, gut, ich meine, wir haben ja schon dadurch mehr oder weniger einen Blumenpark. Wie gesagt, das nimmt halt bloß überhand. Ich müsste eh mal gucken, wo ich Wege setzen will. Und wenn ich die Wege habe, dann kann ich durch die Wege dann auch entscheiden, wo ich die Blumen haben will. Wollte mal fragen, hast du die Mods zum Laufen gebracht? Die Waffenmods nicht. Das ist das Problem. Ich habe in Waffenmods nochmal rumprobiert, aber irgendwie funktionieren die nicht. Die anderen Mods laufen ja, ne? Also ich wüsste nicht, es waren ja die beiden Waffenmods. Bei der Anzeigemod, verbesserten Anzeige von Items bin ich mir nicht sicher. Da müssen wir mal gucken. Also ich habe nochmal ein bisschen, also ich habe nochmal was geändert. Ich habe nicht mal nachgeguckt. Eventuell hat sich was geändert, aber ich glaube nicht. Aber werden wir nachher sehen. So. Jetzt können wir mal ins Lager. Dann brauchen wir den Bambus. Hümmelmeister, genau. Oh, wie gesagt, sehr, sehr cool, dass es funktioniert hat. So, und was war das, die Weltkarte? Ins Lager? Okay, gut. Ich hatte schon Panik, dass es keinen Platz mehr hätte. Wanddeko? Meh. Kleinkram. Wonach suche ich gerade eben? Nach Bambus definitiv, aber nach was noch? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das sehen wir gleich, wenn wir durchtippen, hoffe ich zumindest. Köder haben wir zumindest mal ein paar. Bambus haben wir definitiv auch genügend. Sehr schön. Holz, Gold, Kirschblüten. Haben wir noch einen Stegosaurus? Achso, genau, wie viele Fossilien wir haben. Richtig. Das wollte ich nachgucken. Ach, guck mal, wir haben noch 21 Bambuszäune. Ja, okay. Können wir uns Feldsteinmauern machen? Mehr. Wir haben nicht so viel Steine. Schwierig. Wir können uns auf jeden Fall mal Kirschen mitnehmen. Wobei, die wachsen ja überall gerade. Wieso? What? Okay, die habe ich gestern scheinbar alle reingetan. Die ganzen Muscheln. Weil ich keinen Platz mehr hatte. Gut, den Bernstein können wir dann auch verkaufen. Dann verkaufen wir das ganze Zeug mal. Ansonsten können wir die Fossilien noch reinpacken. Den Stegosaurus-Torso können wir... Nee, hat... Schwierig. Frage, wie bezahlt man beim Schneider 1 Million? Gar nicht? Ich weiß nicht, was du beim Schneider 1 Million bezahlst, wie du beim Schneider 1 Million bezahlen willst. Halt jeden Tag kaufen. Oder was genau meinst du? Ja, Stegosaurus haben wir ja schon fertig. Stimmt, genau. Das können wir auch alles verkaufen. Genau. Gut. Bambuszäune können wir uns von mir aus dann nochmal ein paar machen. Das passt ja. Da müssen wir dann einfach gucken, was wir damit dann noch einzäunen werden. So eine Feldsteinmauer geht ja dann auch, aber ich finde hier und da ja nur noch was einzäunen. Wenn wir sie einfach bloß herstellen müssen, dann ist das, glaube ich, das günstigste Material, was wir dafür verbrauchen können. Halt, laden. Herstellen und laden. Es gibt eine Krone, die kostet 1.200.000 Sternis. Oha. Okay. Das ist heftig.
Also, herstellen. Ein Zäunchen bitte. Dankeschön. Wow. Und nochmal eins. So, perfekt. Damit hätten wir das. Jetzt haben wir 41 Bambuszäune. Das, glaube ich, reicht erstmal vor. Für eine Weile. So. Prima. Ja, ein Teil kostet bei mir so viel. Und im Geldbeutel kannst du eine bestimmte Menge haben. Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Wie das ist. Gut, du kannst... Wie viel kannst du haben? Du kannst 100.000 pro Stack haben, ne? Das ist ja... Da brauchst du... Brauchst du 10 Stacks? 12 Stacks? Das geht doch. 12 Stacks voll Geld. Und dann halt eben sogar bloß 11 Stacks. Ja, ja. Du kannst ja im Inventar dein Geld haben. Also das hast du gerechnet. Ja, ja, klar, logisch. Das ist ja auch, wenn du zusätzliches Geld hast, dann wirst du, also wenn du irgendwo was kaufst und Geld in der Börse hast, dann wird das ja immer komplett angerechnet. Musst du mal drauf achten. Das wäre ja irgendwie schon doof, wenn das dann nicht gehen würde. So, verkauf mal Zeug. Der Baum stört mich so mega. Wir brauchen mal ein paar Kirschen. Das ist ein furchtbarer Baum, wie er da steht. So. Dann weiß ich, welchen Baum ich gleich noch wegmache. Nicht ablegen. Warum ist ablegen immer das Erste? Sonst ist ablegen immer weiter unten. Ach. So. Schwupp. Perfekt. Sieht schon sehr viel schöner aus. Der zweite Baum ist der Baum hier. Das ist ein furchtbarer Baum. Steht aber direkt vor unserem Eingang. Der muss auch dringend mal weg. Ich weiß nicht immer, ob ich den behalte, weil, na, Kirschen sind halt nicht so lukrativ hier. Das ist ja eben das Problem. Deswegen eigentlich die Kirschbäume zu behalten, würde ich am liebsten ja eher irgendwo einen anderen Fruchtbaum hinstellen. Ich glaube, den verkaufe ich mal. Wir könnten ja auch jederzeit wieder neue Kirschbäume pflanzen. Ich räum's den mal weg. Der stört mich schon sehr seit dem 5. Stream, wo du den Laden dahingestellt hast. Ich glaube, seit da habe ich gesagt, dass ich den mal irgendwann wegstellen will. Irgendwie ist es aber nie dazu gekommen. Ja, das war mal ganz gut, dass wir es so gemacht haben. So, Laubbaum, Kirschbaum, das passt alles, Sanddollar, Tritonshorn, Bernstein, Stegosaurus. Und die Dinger behalten wir. Okay, prima. Aber Kirschblüten. Was mit Kirschblüten? Ja. So. Okay. Ab nach draußen. Und dann erweitern wir das Bambusfeld, genau. Wollten wir sonst irgendwas machen? Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt wieder irgendwas übergangen, was wir auch machen wollten. Mir würde es gerade nicht mehr einfallen. Es geht dann halt alles relativ nah an Helmuts Haus. Gibt's doch im Spiel. Ja, die Kirschblütenblätter. Die kommen aber nicht an Kirschblüten, die kommen an Kirschbäumen, die kommen an jedem Baum. Also an jedem normalen Baum. Und außerdem ist es ja vorbei. Es braucht ja jetzt wieder ein Jahr. Bis dahin kann ich ja normale Laubbäume pflanzen. Das ist ja das. Falls du das meinst. So, weg mit dir. Perfekt. Was, Mist? Ja, ja, die waren leider schon. Das ist ja immer Anfang des Jahres, dass die Kirschblüten fallen. Es ist natürlich ärgerlich, dass wir da so viel machen. Und die blühen ja nicht zweimal im Jahr. Das ist ja
Kirschblütenfest oder Sakura-Jahr ist ja immer so, ja, März rum, ne? März, April, gut. Ich glaube, April war ziemlich spät, also für das Fest hier jetzt theoretisch. Die fallen ja normalerweise früher, ne? Ich glaube, März rum fallen die. Ich wäre auch gespannt, ob die toll. ob das Fest dann nächstes Jahr etwas früher ist. Und es jetzt bloß gemacht haben, damit man dann das dieses Jahr noch da hätte. So viel weiter kommen wir damit halt nicht wirklich, ne? Außerdem ist da noch der Gullideckel, super. Aber arg viel weiter kann ich es eigentlich nicht machen. Oh. Mickey Man. Blüht je nach Gegend in Japan von Ende März bis Anfang... Ach, bis Anfang Mai, okay. Ah ja. Interessant. Wusste ich jetzt auch nicht. Wieder was dazugelernt. Aber gut, Ende März. Ja gut, okay. Aber das heißt, der Fall von den Blüten wäre dann auch erst eher Anfang Mai? Oder halt so Ende April, oder wie? Das ist vielleicht Ende April, nicht Ende März. Wo die dann fallen. Verstehe ich das richtig? So wär's gleich. Wenn ich bei den VOD deines Streams bei dem Punkt bin, wo das mit den Kirschblüten war, da kann ich ja sagen, welcher Stream das war. Dann wissen wir's. Naja, das war irgendwann Anfang April, ne? Weil das ja während dem Osterfest war. Der lokal etwa 10 Tage dauernde Blüten. Achso. Lokal etwa 10 Tage dauernde Blüten. Über den Medien berichtet. Irgendwas ist noch nicht ganz richtig, aber okay, ich denke, ich weiß, was du meinst. Okay. Guten Abend, Devius. Willkommen zum Stream. Ah ja, das ist ja bei denen, also in Japan ja ein großes Fest, ne? Wenn die Kirschblüten fallen. Haben wir hier bloß noch... Ich dachte, wir hätten 2 Bambus hier. Hi, Fisch. Du kommst jetzt an die Angel. Ob du willst oder nicht. Ist eh bloß ein Barsch wahrscheinlich. Danke. Und dann ist es halt so ein dummer Instant-Fisch. Oh, Mann. Ach, ich hasse. Dann halt eben nicht. War ihr bloß ein Barsch. Also, du kannst da halt nicht wirklich drauf reagieren. Was ist denn für den Fischen heute los? Oder Flusskrebsen. Interessant. Wie man again. Etwa 10 Tagen, in denen die Kirschen in der eigenen Gegend in Blüten stehen. Fallen fast alle Bewohner Japans ein Hanami mit Freunden, Kollegen und der Familie in einem Park, wenn man anderen dafür ausgezeichneten Ort. Ja, das sind diese Picknicke, ne? Da wird ja dann eher gepicknickt, soweit ich das verstehe. Ja, okay. Das heißt, 10 Tage lang stehen sie in Blüte. Interessant. Das heißt, wenn die Ende März blühen würden oder anfangen zu blühen, dann sind sie so am 10. März oder 10. April oder so dann. Dann fallen sie dort. Okay, interessant. Interessant zu wissen. Würde ich gerne mal miterleben. Naja, gut, dann musst du in der Zeit nach Japan. Oder dir halt deine eigenen Kirschblüten pflanzen. Aber je nachdem, was du miterleben willst. Wie bekommt man denn so einen Picknickkorb? Dafür brauchst du diese Blütenblätter. Wenn du das meinst. Hey, Sackträger. Sind die selten? Geben die Geld? Ich nehme einfach mal mit. Hier trägt niemand einen Sack an meinem Baum. Perfekt. Diese G-Rank-Fische sind schon richtig mies schnell. So, nehmen wir den auch noch mit.
Es gab einige spezielle Items, die du halt eben durch diese Blütenblätter bekommen hast. Es ist bestimmt sehr schön, sowas zu sehen. Bestimmt. Definitiv. Schätze auch mal, dass es was richtig Besonderes ist. Wir haben vor unserem Gebäude Komplex Sakura-Bäume. Es war auch ganz schön, als sie in Blüte waren. Oh, ist, glaube ich. Wir haben bei uns auf der Arbeit auch einen Baum. Aber der steht dieses Jahr zumindest, stand er nicht unbedingt in so voller Blüte. Aber er stand teilweise auch schon sehr in Blüte. Das ist dann auch sehr schön. Die Kirschblütenrezepte hat man nur in der Zeit und die Blüten auch nur dann gekriegt. Genau. Kriegt man erst für nächstes Jahr. Wenn man die Uhr verstellt. Ja gut, okay. Das kann man natürlich machen, aber will man das machen? Jetzt kann Platz mehr etwas zu... Wie ist das? Warum nicht? Dankeschön. So. Zurzeit ist es ja nicht möglich, irgendwo hinzufliegen. Zudem ist es ja schon vorbei. Und auch recht teuer nach Japan. Mit keinem Japanisch und sehr wenig Englisch. Das ist auch nicht so gut. Oh, ja. Das ist dann sehr schwierig. Also wenigstens... also das ist, ich würde mal sagen, ja, ist schwierig. Brauchst du wirklich so gutes Englisch? Weil ich denke, viele Leute dort, keine Ahnung, ich meine, Leute, die natürlich international unterwegs sind, definitiv verstehen Englisch. Aber ich denke, mehr Einheimische verstehen dann auch nicht so gut Englisch. Dann bringt es dann wahrscheinlich auch nicht so viel, wenn du gut Englisch kannst. Aber ein bisschen Grundjapanisch wäre, glaube ich, ganz interessant. Da haben wir die Axt. Ich habe gerade gesucht, wo ich meine Axt habe. Das ist immer noch sehr nice, dass man die aber da rausschleudern kann. Sätze schon, sollte man schon können. Englisch bringt ja kaum was, ja. Das habe ich mir nämlich schon beinahe gedacht, ne? Also wie gesagt, ich denke, es kommt immer drauf an, wo du bist. Wobei die wahrscheinlich auch eher gerne Japanisch sprechen, ne? Das heißt, selbst wenn sie Englisch könnten, würden sie es wahrscheinlich nicht unbedingt wollen. Keine Ahnung. Naja, deswegen wäre es wahrscheinlich sinnvoller, ihr ein paar Worte Japanisch beizubringen. Selbst in sowas wie Tokio oder Kyoto konnten kaum einer Englisch. Echt? Okay. Ach, krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass es dort halt eben doch verbreiteter ist, dass die Leute halt eben auch Englisch sprechen oder können. Okay. Na gut. Ich meine, da ist ja jeder immer besonders drauf. Wie gesagt, klar, also ich hätte gedacht halt eben logisch, wenn du jetzt irgendwo mehr in die Natur fährst, sag ich mal, dass dort niemand was mit Englisch anfangen kann, das ist klar. Das ist ja in jedem Land so. Oder zumindest in den meisten. Aber wirklich, was ist los? Das kommt jetzt vielleicht total unerwartet, aber... Hier, nimm meinen Regenschülerhut, ruhig an dich. Tihihi, flapp, flapp, flapp. Okay. Gut, du hast mich erwischt. In Wahrheit will ich das Teil aber loswerden. Mit Liebe, versteht sich. Danke. Ich meine, das hast du wahrscheinlich noch als kleinen Flamingo getragen, ne? Na, großartig. Er sieht so doof aus. Aber hey, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn ich den einfach verkaufe, ne? Flora. So, nehmen wir noch die Muschel mit. Fühle ich mich ja gut, kann keine Sprache gut. Ja, kann man aber lernen. Sprache ein bisschen zu beherrschen ist eigentlich nie verkehrt. Jetzt ganz doof gefragt. Hat es eine Bedeutung, dass Tokio und Kyoto nur eine andere Reihenfolge haben? Das ist eine sehr gute Frage. Keine Ahnung. So, Hackerholz. Das heißt bestimmt irgendwas, ne? Ich wüsste es nur nicht was.
Ein Sandlaufkäfer. Ne? 300 Meilen dafür zu bekommen, ist gar nicht mal so verkehrt. Hier haben wir auch noch was. Muschelgräber. Ah ja, okay. Soll ich mir das Game... oder soll ich mit dem Game jemals anfangen? Sollte ich mir Flora auch finden? Verborgenes Genie. Flora ist schon sehr toll, ja. Definitiv. Die kann ich nur empfehlen. Sie ist zwar ein bisschen durcheinander, aber super süß. Hey Dragon, du kommst gerade recht. Sehr richtig. Eckart hier sagte, dass er für mich tanzen werde. Ist das nicht phänomenal? What? Und schon geht es los. Puh. Und, wie war ich? Okay, krasse Moves. Soll deine Kleidung so eng sitzen? Ich fand diesen Umstand während deiner Vorstellung höchst ablenkend. What? Meine Kleidung, aber der Tanz. Ihr tut euer Ding, ich bin aber da drüben und denkt nicht mehr darüber nach, was ihr gerade eben gesagt habt. Okay. Interessant. Was zur Hölle geht hier vor sich? Vielleicht will ich das gar nicht so genau wissen. So, wir haben hier jetzt gerade eben viel Zeug dabei. Wir haben wenigstens mal den Bambuswald erweitert. Das ist doch schon mal eine coole Sache. Was machen wir als nächstes? Gehen wir schon zum Angeln über? Aber heute mal ein bisschen... bisschen pünktliches Ende auch wahrscheinlich. Ach toll. Gut, dann können wir den auf jeden Fall noch verkaufen. Und die Frage wäre, was wollten wir sonst noch tun? Gibt's noch irgendwas? Ich könnte hier noch irgendwie einen Zaun hinstellen. Na, schwierig. Weiß ich noch nicht ganz. Nicht die Glückskleidung vergessen. Keine Sorge. Oh, halt. Mir fällt da gerade was auf. Ich muss noch andere Dinge verkaufen. Zwar Dinge auf meinem Kopf. Tut mir leid, Flora, aber nee, das lassen wir, glaube ich, mal mit dem Hut. Sie wollte es ja auch einfach weg loswerden. Und ich verkaufe es jetzt auch mit ganz viel Liebe. Da verkaufen wir ihr mal wieder was Schönes. Ein Laubbaum, Flusskrebs, Sackträger. Den Bambus behalten wir. Ein Regenschülerhut. Den Schuh. Okay. Können doch irgendwo die Gelbduftblütensprösslinge hinpacken. Vielleicht hier vor den Laden? Das würde eventuell gehen. Na, 2000 Sternis. Für ein bisschen Plunder, den wir nicht unbedingt brauchen. Das ist doch ganz angenehm. Vielleicht stellen wir die hier einfach davor. Wie gesagt, das wäre, glaube ich, kein Fehler. Außer, dass hier schon die Veilchen rüberbuchen. Was zur Hölle? Verschwinde! Das ist nicht dein Land! Wir haben hier eine definitive Veilchenplage. Ach, die kann man so eng setzen. Aber neben eine Brücke kann man sowas nicht so eng setzen. Natürlich. Wird das zu nah? Wir werden mal sehen. Ich weiß nicht ganz, wie die Dinger aufblühen. Das werden ja, glaube ich, nicht diese richtigen Hecken. Ich bin mir aber noch nicht genau sicher, was das wird. Weil das sind ja diese Hecken. Die werden ja so. Die hier unten sind auch schon so. Genau. Aber die anderen irgendwie nicht ganz. Weil die hier oben ja auch, die wachsen mehr so hoch, so mehr wie große Pflanzen. Gucken wir mal. Wollen die Bewohner auch immer alles andrehen? Na, teilweise. Teilweise definitiv. Also es ist einmal hat mir Erik was verkauft. Und ansonsten haben mir viele Leute auch schon einfach schon was geschenkt. Habe ich schlau gemacht, Kyoto bedeutet kaiserliche Hauptstadt. Tokio bedeutet kaiserliche Hauptstadt. Und Kyoto bedeutet östliche kaiserliche Hauptstadt. Ah, okay. Bei der japanischen Schreibweise steht das Zeichen in der Klammer für Osten. Aha. Auch interessant. Und dann ist... Ist dann aber interessant, dass es dann einfach so umgedreht ist, ne? Oder ist es theoretisch dann bloß bei unserer Schreibweise so? Eventuell, ne? Besonders wenn man das schon hat, ja. Das ist dann doppelt uncool, ja.
So, das Alpenpfeilchen. Das müssen wir mal irgendwo wegbringen. Irgendwo muss man einen Ablageort dafür machen. So, wir nehmen einfach mal 20 Köder mit. Gucken mal, wie viel davon wir verbrauchen werden. So. Wir nehmen... Halt, das können wir ja besser machen. Ich erinnere mich. Na, ich mache mir vielleicht sogar gleich nochmal eine Angel. Das kann auch nicht schaden. Nehmen wir noch ein bisschen Metall mit. Okay, steht für Kyoto und das steht... Ja, yeah, okay, genau. Dann ist es das erste Zeichen dann nur für östlich. Ja, okay, interessant. Das ist sehr, sehr interessant. Das wusste ich jetzt auch nicht. So. Hab einen Pullover zweimal, wieso? In der gleichen Farbe, oder wie? Nee, in Japan ist es doch genau andersrum. Ach ja, stimmt. Wie bei uns. Ja, wir von links nach rechts lesen und schreiben. Das ist bei denen von rechts nach links. Richtig, richtig, klar. Logisch. Ganz klar. Das ist wahr. Richtig. Okay. Ja, tolles Grün, ja super. Aber stimmt, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht, klar. Die schreiben ja andersrum wie wir. Richtig. So, genau, hier umziehen. Machen wir uns mal Fisch bereit. Von hinten nach vorne. Von hinten nach vorne. Ach so, ja. Grundlegend natürlich dem geschuldet, dass sie ja andersrum schreiben, ne? Ich war gerade so, wie von hinten nach vorne. Aber ja, genau. Bücher zum Beispiel sind ja auch andersrum wie bei uns. Genau. Oh, wo ist sie denn? Da, die Anglerhose. Oh Gott, jetzt sehen wir halt echt aus wie so ein, wie so ein Angler. Sehr gut. Oh, richtig gut. So, dann brauchen wir noch die Fischlein-Pochette. Auch ganz wichtig. Und die Superheldenmaske. Ne, was können wir da noch aufziehen? Ich glaube nicht. Den Schnabel. Wir sind die alte Anglerente. Perfekt. So. Sieht so doof aus. Gut, eine Angel können wir uns nochmal herstellen, da passt es. Dieser Fischbehälter passt besser. Das ist schon richtig. Habe ich mir auch kurzzeitig überlegt. Aber ich will ja ein Freund der Fische sein. Ich will eins mit den Fischen werden. Ist dann schwer, einen deutschen Manga mit östlicher Leserichtung zu lesen. Ja, da muss man sich erstmal umgewöhnen. Das ist schon richtig. Das Kalb ist glücklich gestorben und ein leckeres Schnitzel geworden. War richtig lecker. Sehr, sehr gut. Das ist, glückliche tote Kälber schmecken am besten, ne? das klingt natürlich sehr, sehr gut. Beneide ich dich jetzt ein bisschen. du denkst doch, der Überpro-Angler. Er muss sich nur ans Wasser stellen, dann springen die Fische schon freiwillig ins Netz. Ja, genau. So sieht's aus. So, wie gesagt, machen wir eine zweite Angel. Dann passt das. Hoffe ich zumindest. Das ist halt echt die Frage. Ist halt echt die Frage, wie wir das machen. Man muss nur einen guten Fleischer kennen. Ja, das ist richtig. Ich glaube, das ist da wirklich das A und O. Bei eben gutem Fleisch. Dass du einen guten Fleischer kennst. Hey, da ist schon mal unser erstes Opfer. Ja, kleiner Fisch. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Musik ausschalten soll. Gute Frage.
Probieren wir einfach mal, oder? Jetzt wirklich uns mal probieren, aufs Angeln zu konzentrieren. Mal hier mal normale Musik an. Probieren wir das einfach mal so. Dann lenkt mich vielleicht die Musik nicht ab. Mal sehen. Dann angeln wir noch ein bisschen. Alles, was uns so vor die Flinte kommt. Vor allem halt im Meer wäre das mal interessant. Bin mal gespannt, ob ich das jetzt so hinbekomme. Vielleicht ist einfach, vielleicht sind zwei Indikatoren zu viel. Ja. Vielleicht muss man sich aber auch erstmal dran gewöhnen. Huch, war ich das? Wahrscheinlich war ich das. Was ist das? Ach, der Tragekorb. Ah ja, okay. Dachte schon, hä? Hey, aber da ist was Neues. Zum Spargel hat das Kalbschnitzel gut gepasst. Ja, das klingt gut. Das klingt echt gut. Das beneide ich dich gleich doppelt. Kürzlich hatte ich auf einem Spaziergang eine Eingebung für eine fantastische Bastelanleitung. Vorzügliche Ideen müssen mit anderen geteilt werden. Okay. Violetta. Interessant. Ein Cosmea-Dusche? Was ist eine Cosmea-Dusche? Warum kann ich die einfach so herstellen? Habe ich noch nie von gehört. Was ist das? Gucken wir mal. Pink Cosmea. Es ist eine Blumendusche? What? Okay, interessant. Definitiv nicht das, womit ich gerechnet hätte. Aber okay, dankeschön. Glaube ich. So, nehmen wir noch ein bisschen Geld mit. Okay, wie gesagt, ich will es einfach mal probieren. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ich habe jetzt tatsächlich auch noch nie was von Cosmeas gehört. Kann ich mal angeln? Dankeschön. Okay. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ohne die Musik zu angeln. Das Gefühl, dass ich definitiv nicht so gut darin bin, dann. Wir probieren es gleich wieder mit Musik. Kommst du ran? Vielleicht ist es einfach nicht gut, im Stream zu angeln. Aber wie gesagt, das ist halt schade, weil dann die ganzen besonderen Fische könnte ich halt eben so nicht angeln. Das wäre nicht so schön. Wäre, glaube ich, zu spät gewesen, wenn der ein großer gewesen wäre. Schwierig. Und die Geräusche hätte ich mehr Probleme. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass die Geräusche mich eher ablenken. Ich muss mich auf eins von beiden konzentrieren. Der Fisch hat sich nicht weggedreht, das ist Betrug. Ja, ist eigentlich erstaunlich, ne? Ja, ich bin mir da nicht sicher, was besser ist. Weil nur mit Geräuschen hat es mir nicht viel gebracht. Und vielleicht ist es nur mit Dings eben besser. Es war, glaube ich, trotzdem zu langsam. Vielleicht ist es nur mit eben dem Sichtkontakt besser. Na. Das sind halt eben immer die Mindgames, wenn die Fische immer so weit wegschwimmen. Ich bekomme aber auch keine großen Fische, ne? Oh, das hasse ich halt eben. Es ist so random, wie oft die Fische rangehen. Oh mein Gott. Nein, ich will nicht. Das ist halt genau das. Ach, wenn ich halt schon einen großen Fisch sehe, dann will ich ihn schon gar nicht angeln, weil ich weiß, dass ich fällen werde. Ach, so ätzend. Am besten hatte ich geangelt mit Musik im laufenden Stream, ja. Jetzt habe ich schon so eine Panik, dass... wie gesagt, das hasse ich halt eben. Wenn so ein Fisch dann halt eben rangeht, dann habe ich schon so eine Panik, dass er halt wieder instant rangeht. Och, Mann. Und schon wieder, ich angel viermal und schon rege ich mich wieder auf. Das ist halt so schlimm dran. Och, das ist ärgerlich. Ich habe mit der Pause gerechnet. Na, es funktioniert nicht. Kotzt mich aber so an. Ich will einmal auch einen tollen Fisch angeln.
Das wird ein Instant-Fisch, aber es ist ein Seebarsch. Weißt du, dann, wenn ich denke, dass ich eine gute Zeit habe, dann ist es halt ein Seebarsch. Viel zu langsam, viel zu langsam. Klarer Fall von Angelernährung. Was zur Hölle? Ach. Na, ist schon wieder so ein großer Fisch. Kommst du da nicht rüber? Jetzt aber. Dann passiert halt genau das. Bei mehr als dreimal wäre ich halt ungeduldig. Kommt Dorin nur abends oder hatte ich bis jetzt Pech? Ich denke, Dori kommt den ganzen Tag. Viel zu langsam. Viel zu langsam. Nein, ich will nicht den Seebarsch auswerfen. Du dummer Fisch, warum? Oh Mann, jetzt kotzt mich langsam echt an. Och. Warum zur Hölle sind die immer instant? Wenn du mal versuchst, nur auf dein Gehör zu achten, also mit geschlossenen Augen, habe ich schon gemacht. Funktioniert nicht. Also nicht besser als... Als wenn ich so mache. Weißt du, das ist, wenn du halt gleich beim ersten Mal auch schon herangehen musst. Ja, ist ja gut. Wenn du schon ab dem ersten Mal bereit sein musst, dann werde ich halt so, so trigger-happy, das ist schlimm. Merkt, die normalen Fische kein Problem. Aber ich bin halt nicht schnell genug für die Großen. Guten Abend, Ai. Willkommen zum Stream. Schön, dass du dabei bist. Aber ich kann halt auch nicht davon ausgehen, dass sie halt wirklich die ganze Zeit, also halt immer, direkt anschnappen. Das war jetzt halt zweimal hintereinander blöd, aber die nächsten 10 großen Fische werden dann halt wieder nicht direkt hintereinander schnappen. So viel dazu, aber das ist auch bloß wieder ein Seebarsch. Weil die anderen Fische werden wieder weg gewesen. Ich weiß ja mittlerweile, wie schnell ich sein muss. Ich bekomm's nur dann halt, wenn es drauf ankommt, nie hin. Beziehungsweise, ich weiß zwar, wie schnell ich sein muss, aber ich bin nie so schnell. Muss es auch noch schaffen. 30 Tage lang habe ich es jetzt, über 30 Tage lang habe ich es jetzt nicht geschafft. Ich sehe da nicht unbedingt eine Verbesserung bei mir. Ich denke aber, dass wir damit klar kommen werden müssen, dass wir einfach keine großen Fische bekommen werden. Weil ich es einfach nicht schaffe. Soll es mal so weit kommen und der Fisch beißt nach dem vierten Mal nicht an,
Kannst du bei dem fünften Mal sicher sein, dass er anbeißt? Ich dachte, es geht bis zu 7 Mal. Hat nicht jemand mal gesagt, dass es bis zu 7 Mal gehen soll? Das war jetzt halt schon wieder... Ach, Mann. Ist nervig. Ist einfach nervig. Das ist halt irgendwas. Soll nicht gehen, okay. Auch ziemlich sicher, dass es über 5 geht. Ist halt eben das. Also kann ich mir doch nicht sicher sein, wenn es gleich wieder zwei verschiedene Meinungen gibt. Scheint sogar im Internet. Sorry, Garuga, aber, ne? Das Internet ist definitiv bekannt dafür, dass es niemals falsche Informationen verrät. Wie gesagt, das kann natürlich genauso falsch sein, dass es jemand so gesagt hat, aber das ist schwierig. Die Sache ist, ich hinterfrage nicht deine Meinung. Ich hinterfrage bloß, wie sicher es wirklich ist, dass ich dann zuschnappen kann. Das ist halt eben das. Außerdem dann noch mitzuzählen, wie viel Mal der jetzt geschnappt hat, bringt mir dann wahrscheinlich auch nichts. Da würde ich dann wahrscheinlich auch durcheinander kommen. Deswegen, das ist vielleicht eine schöne Regel. Aber ich denke nicht, dass ich das dann hinbekommen werde, da wirklich dann mitzuzählen, wie oft er schnappt. Weil die meisten Fische ja doch sehr früh schnappen. Und ich, wenn dann irgendwann auch zu ungeduldig werde. Oder zu nervös eben. So, was bekommen wir? Wenigstens 7000 Sternis. Ist jetzt zwar nicht unbedingt so viel, aber naja. Wenn man sich wenigstens Köder kaufen könnte, aber es ist so anstrengend, Köder zu machen. Es ist ja immer super nett, dass ihr mich da mit Köder versorgt, aber ja, ich versuche ja auch selber schon meine zu machen, aber... Es fühlt sich dann halt auch immer so verschwendet an, Köder zu nehmen, ne? Weil wir angeln ja eh nichts Besonderes. Das ist halt eben das. Es tut mir dann immer so ein bisschen weh, wenn ich Köder mitnehme, weil ich weiß, ja gut... Das waren verschwendete 10 Minuten, die da jemand gemacht hat. Weil an die Angel kommt definitiv nichts. Ach je. Solo, vielen, vielen Dank für den Follow. Sehr freundlich von dir. Dankeschön. Willkommen zum Stream. Und ich weiß auch echt nicht, wie ich da... Muss aber Reaktionstiming lernen und üben. Wie genau man das macht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwann funktioniert das schon. Wie gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt müsste ja ein Lerneffekt entstehen. Vor allem, wenn man ja versucht, diverse Taktiken anzuwenden. Ne? Deswegen. Kommst du? Nee? Das kommst du nicht. Jetzt. Das ist halt eben das, ich werde schon nach dem dritten Mal zu nervös. Das ist halt eben das Problem. Hätte sich der Fisch nochmal umgedreht, um zu trollen. Das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Dragonhunt hat sich über Golderz aufgeregt. Okay. Na gut, wenn er dringend irgendwas anderes braucht, keine Ahnung, dann vielleicht schon. Es war schnell reagiert. Weiß ich nicht. Wenn er es immer im falschen Moment schnell reagiert, ne?
Das war wieder zu langsam. Boah, da ist ein Erz in dem Laden, ja, das dachte ich mir schon beinahe. Dann ist Golderz halt richtig uncool. Was sind die Voraussetzungen, dass mein Animal Crossing auf die Freundesliste kommt? Ich sehe Wolfgar noch nicht auf der Liste zum Checken. Du musst dich einmal besucht haben, glaube ich, oder? Um eine Anfrage zu schicken, musst du dich, glaube ich, einmal besucht haben, oder nicht? Ich weiß gar nicht. Oder kann man sich so schon Freundesanfragen checken? Keine Ahnung. Angenommen, habe ich. Achso, okay. Dann weiß ich nicht. Jetzt nicht mehr. Weil ich so viel habe, habe ich ihm die 30 Eisen gegeben, okay? Und Hallöchen, Junkerkin. Willkommen zu Steam. Schön, dass du bist. Und noch ein bisschen angeln geht, aber gleich geht's dann los mit Monster Hunter. Will hier bloß noch ein bisschen fertig angeln. Aber das ist zu langsam. Oh, angeln! Zu langsam. Mann. Ich kann keinen eine Karte schicken. Vermutlich muss man erst die Leute besuchen. Ich glaube schon, ne? Das war ja auch bei uns das Problem, ne? Dass man sich erst gegenseitig besuchen muss, bevor man dann eine Anfrage schicken kann. Meer der Feuerfische. Das ist interessant. Könnte ich mir eine Statue draus machen, aber ich weiß nicht ganz, ob ich einen Feuerfisch haben will. Ach, und schon wieder 10 Köder weg. Jetzt haben wir über 20 Köder verschwendet. Schade. Und wie viele Chancen hatten wir für große Fische? 3, 4? Also für wirklich große Fische. Schaufel. Naja, gut. Dann das nächste Mal. Hier sind noch keine Muscheln gerade eben. Ich freue mich schon auf die Dodo-Police. Na, ich glaube, es wird mehr Rayang Force geben. Hey, Geldstein. Immerhin. Ich weiß wirklich nicht, wie das besser laufen soll. Keine Ahnung. Bin ich mir noch nicht sicher. Okay, holen wir uns noch den Stein da oben. Dann verkaufen wir nochmal das Zeug und dann beenden wir für heute. Haben wir heute ja ein bisschen was gemacht. Ne? Ist immer schwierig. Also ich denke, so eine wirklich große Agenda für den Tag zu machen, ist, glaube ich, auch immer nicht so einfach. Und ich denke, wir haben ja heute auch ein bisschen was hinbekommen. Mal so ein paar Sachen, die längst überfällig waren, wie zum Beispiel die beiden Bäume. Ein bisschen geangelt haben wir dann auch noch. Ob es jetzt was gebracht hat oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Schwer zu sagen. Oh, hey. Ja, was eigentlich mit KK? KK geht leider schon um 12. Und ich bin leider erst um 1 nach Hause gekommen oder konnte erst um 1 streamen. Deswegen haben wir KK leider verpasst diese Woche. Traurigerweise. Eigentlich ist Stardew Valley lernen. Wenn du es da kannst, kannst du es überall. Okay. So schlimm dort? Das ist ein sehr kleiner Fisch.
Okay. Es dauert wirklich so intensiv. Das könnte funktionieren, oder? Ja. Oh. Ja gut, wie gesagt, verkaufe noch das Zeug und dann, weil man sieht, es funktioniert jetzt eh nicht mehr. Vielleicht sollte ich es am Anfang vom Spiel machen, keine Ahnung. Angeln in Stardew Valley ungeskillt ist nicht ohne, okay. Vielleicht sollte ich das am Anfang vom Stream machen, nicht am Ende vom Stream. Also, am Ende von Animal Crossing. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da die beste Methode wäre. Wenn ich mich recht erinnere, ist bei Stardew Valley so, dass du beim Angeln eine Anzeige hast, wo du dann immer bei den Fischen bleiben musst, um den zu bekommen. Okay. Klingt auch interessant. So, sollte wenigstens ein bisschen Geld geben, was wir da bekommen, weil wir haben ein paar Rotfeuerfische. Du musst deinen Fisch bei einer Leiste in einem bestimmten Bereich halten. Oha, okay. Das klingt interessant. Ich freue mich auf die Klopperei mit der Dame im Goldkleid. Junkerkin, wir sind noch nicht durch mit der Story, ne? Also Hiring können wir sie verkloppen, aber heute wird ziemlich wahrscheinlich keine Carved Rough kommen. Das ist so das. Anzeige ist am Anfang so klein, dass er oft entkommt. Okay. Das ist natürlich mies. Also wir sind gerade erst bei der Vulkaner-Verteidigung. Da kommt ja noch ein bisschen was, ne? Das ist hier, kommt noch Betelgeuse und dann müssen wir noch, was müssen wir da noch finden? Irgendwas müssen wir dann ja noch suchen, ne? Also, ich sehe schwarz, na toll. Ich sehe schwarz dafür. So manche Fische bewegen sich richtig schnell. Ach krass. Das klingt schon sehr intensiv, das Angeln dort. Ich meine morgen. Übermorgen. Du meinst übermorgen. Dienstag. Morgen gibt's keinen Stream. Die zwei Elders. Ach ja, logisch, klar, richtig. Die habe ich komplett vergessen. Die gibt's dann auch noch, richtig. Ja, also von dem her. Ich wäre froh, wenn wir heute tatsächlich den Dings, den Schara platt machen würden. Dienstag, sorry. Jetzt reden wir vom richtigen Punkt. Ich wäre tatsächlich froh, wenn wir es heute schaffen würden, den Schara zu erledigen, aber weiß nicht. Und selbst wenn, dann bin ich halt mega unausgerüstet für Carved Rough, ne? Stimmt, selbst auf Max Allen kommen mir die besonderen Fische oft, okay. Also auch nicht besser als hier. Habe ich ja wenigstens einen Trost, dass es dort nicht besser ist. So, mit Sabine haben wir auch geredet. Dann würden wir für heute beenden und schauen mal, wie es dann so weitergeht. Ich bin immer überlegen, aber eigentlich, ja, schwierig. Ich muss mal gucken, weil theoretisch ab morgen wäre ja dann das Museum offen. Aber ich denke nicht, dass ich morgen streamen werde. Ich denke eher nicht, dass ich die ganze Woche streamen werde. Mal gucken. Ich sehe gerade, dass ich bis Freitag Zeit habe, die Streams nachzuholen. Genau deswegen. Ich meine, machen wir erst Freitag weiter, ne? Mit dem Museum. Ist ja auch nicht verkehrt. Also ich werde jeden Tag die Insel besuchen, kurz. Aber auch bloß kurz, um mit den Leuten zu reden. Und die Rüben zu verkaufen. Deswegen, ja, das ist halt so in Zukunft, ne? Laufende Leiche, Willem halt sagt, ist ultra lästig. Ah, ich finde, der geht eigentlich. Ich finde, der geht eigentlich ganz gut. Du brauchst halt eben die richtigen Sachen dafür. War schwierig. Das sind halt so mit solchen Neuerungen drin. Es ist halt nicht so einfach. Sagen Sie, das Museum am Freitag reicht doch. Ja, ich bin mal gespannt, ob dann. Wann Dings mit seinem Kutter kommt, ne? Hier, Rainer mit seinem Kutter.
In die Malz holen. Ja, genau, gerade so das, genau. Ich gucke auch immer nach Musik. Das sind so die Sachen. Vielleicht, wenn er mit seinem Kutter wiederkommt, vielleicht mache ich dann kurz einen Stream. Mal sehen, mal sehen. Ich meine, unter der Woche hätte ich ja Zeit. Willst du das wissen, wann er kommt? Wäre vielleicht interessant, weil dann könnten wir das gleich kombinieren, weißt du? Dann können wir gleich so einen halben Stunden Kunststream machen. Also wenn ihr schon wisst, wann er immer kommt, das wäre dann vielleicht wirklich interessant. Das könntet ihr mir definitiv sagen. Morgen? Oh, okay. ja, gut, okay. Ich könnte morgen kurz einen Stream machen. Ich hab 20 Uhr einen Termin mit Olli, aber wenn ich dann ab 18 Uhr theoretisch das dann mache, ja. Da würde ich mal so denken, morgen ab 18 Uhr vielleicht. Aber wirklich dann bloß eine halbe Stunde das mit der Kunst. Weil das passt dann. Dann haben wir das Museum, dann haben wir Rainer. Und dann können wir das in Zukunft auch... oder kann ich in Zukunft dann auch solo machen. Wobei, na, gucken wir mal. Gucken wir mal, wie ich es mit Kunst dann machen werde. Vielleicht mache ich dann auch wirklich... Vielleicht... Also morgen könnte ich auf jeden Fall dann kurz einen Stream machen. Ist interessant. Dankeschön auf jeden Fall. Weil das bringt dann von der Planung her schon sehr viel. Und dann in Zukunft wirst du mal gucken, wie wir es machen werden. Nur nicht so spät wie gestern, da war ich zu müde, um es hinzugucken. Ja, alles gut. Das wird sich auch so nicht unbedingt... Ja, es ist schwierig. Wird sich nicht unbedingt wiederholen. Die Sache ist halt, ich kam halt extrem spät von meinen Eltern. Ich wollte ja noch streamen, weil ich dachte, dass KK noch da ist. Also mit der Kunst ist schon interessant. Definitiv. Deswegen will ich es halt eigentlich auch nicht verpassen. Das ist, wenn Gerd zum Beispiel kommt, das ist egal, ob ich mir jetzt ein paar Setzlinge hole. Aber das mit der Kunst würde ich schon gerne machen. Also kommt der immer montags? Oder ist es jetzt nur, weil dann das Museum umgebaut wird? Das ist halt die Frage. Aber ja, wie gesagt, samstags. Also ich werde nicht nach 0 Uhr streamen. Weil dann bringt es ja eh nichts, samstags. Ich muss halt gucken, dass ich eventuell dann vor 0 Uhr zum Streamen komme. Vielleicht gibt es samstags dann auch keine Ankündigung, wenn ich spät genug komme. Keine Ankündigung. Guck mal. Ich hätte die Ankündigung gehört und bin eingeschlafen. Oh. Ja, wie gesagt, war halt auch mega spät. Das tut mir auch leid, aber... ja, außer das erste Gespräch mit Gerd hast du ja nicht unbedingt viel verpasst. Hat nicht gesagt, vielleicht ist er immer da. Das wäre vielleicht auch interessant, ne? Wäre ja definitiv auch möglich. Na ja, gut, da komme ich niemals ran. Das fliegt so blöd, oder fliegt es dann da? Nee. Das fliegt voll und ganz überm Wasser. Da müsste ich bis zur Küste warten. Ja, wobei... Ach, gut. Das lassen wir mal, das Paket. Das würde sonst ewig dauern. Vielleicht ist immer, das könnte sein, dass es so ein ständiges Teil wird von der Insel. Mal sehen. Ich meine, ich hätte es ja auch nicht unbedingt eilig mit den Statuen, ne? Und den Kunstwerken. Also, wenn wir da langsam immer wieder was bekommen, wir müssen ja nicht jeden Tag hin. Ganzen Tag im Garten hat er Mühe gemacht. Oh, das glaube ich sofort. Das ist ziemlich immer ziemlich erschöpfend. Das glaube ich dir sofort. So. Dann wechseln wir hier mal wieder rüber und dann soll es das für heute mit Animal Crossing gewesen sein. Wie gesagt, wir haben ja definitiv ein bisschen was hinbekommen heute. Angeln, vielleicht werde ich besser beim Angeln, ich weiß es nicht. Es ist halt auch immer eine Konzentrationssache. Es ist nicht einfach bloß eine Sache, die man lernen kann, sondern wo man halt auch immer ständig konzentriert bleiben muss. Aber vielleicht müssen wir da einfach bloß jeden Tag dranbleiben. Vielleicht muss ich einfach mehr angeln. Also halt die ganze Zeit. Und vielleicht wird das dann besser. Mach hier mal kurz ein bisschen was an. Diese Musik. Mal sehen. Das, wie gesagt, soll es dann aber mit Animal Crossing gewesen sein. Jetzt geht es gleich weiter mit Monster Underworld Iceborne für den PC. Wo wir in der Story weitermachen werden. Deswegen an alle Leute, die kein Interesse an Monster Hunter haben und bloß für Animal Crossing hier waren, dem wünsche ich einen wunderschönen Abend noch, eine gute Nacht und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und an alle anderen Leute... Ja, genießt die Musik und wir sehen uns dann gleich wieder. Freue mich auf Alatrion in Iceborne. Dann bekomme ich meine Rache. Nevergen ist ja immer auf mich losgegangen. Oh, das wird er hier auch.
Das wird er definitiv hier auch. Bin auf die Mods gespannt. Ja, wir haben noch ein paar Mods dazugefügt. Wobei ich definitiv... Also bis zum nächsten Mal hoffe ich wirklich mal, dass ich selber auch ein bisschen auf Modsuche gehen kann. Um da vielleicht ein bisschen was reinzubringen. Aber ja, wir haben definitiv noch mal ein paar mehr Mods. Ein paar interessante und merkwürdige Mods auch. Guck mal. Also dann, bis gleich oder bis zum nächsten Mal.